So, ja, da wir jetzt schon länger 25 Zuschauer konstant haben, würde ich sagen, beginnen wir. Und ich darf jetzt am Anfang recht herzlich zur Online-Veranstaltungsreihe Fluchtpunkte verschiedene Perspektiven kennenlernen begrüßen. Durch den heutigen Abend begleiten euch mein Kollege Paul, grüß dich. und ich, der Marco. Wir möchten euch im Rahmen der Veranstaltungen die Möglichkeit geben, Einblick in die Arbeit von verschiedenen Menschen, von ganz unterschiedlichen Organisationen zu kriegen, in ihre Arbeit, in die Situation vor Ort. Und die Abende sind folgendermaßen aufgebaut. Am Anfang gibt es für circa 30 Minuten ein kurzes Interview oder einen Vortrag. Im Anschluss gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer Fragen dann hat, kann seine Hand heben. Wir sehen das dann und können euch freischalten, dass ihr die Fragen dann stellen könnt. Ihr könnt aber gerne im Chat Fragen stellen und wir schalten euch dann für diese Frage frei oder wir können es für euch stellen, wie ihr das wollt. Ja, und wir dürfen heute am ersten Abend dürfen wir die Doro Blanke begrüßen. Hallo Doro, grüß dich. Hallo, auch an alle, die jetzt zuschauen. Hallo, schön. Servus Doro. Du warst eigentlich gerade in Lesbos und gehst gleich wieder auf Lesbos. Kurz mal zu deiner Person. Du bist Linzerin, also eigentlich aus Linz, lebst aber in Graz seit 14 Jahren. Und bist da seit 2014 dabei, ehrenamtlich Menschen zu helfen, die gerade auf der Flucht sind. Hast 2020, glaube ich, den Ute-Bock-Preis von SOS Mitmenschen in einer oder zu einer NGO verliehen kriegt, in der du im Vorstand warst, glaube ich. Genau. Genau, und warst dann seit September 20 nur mit einer kurzen Unterbrechung auf Lesbos. Möchtest du noch irgendwas zu dir hinzufügen, was du gerade aktuell sonst so machst, außer auf Lesbos zu unterstützen? Also es ist so, es ist ein neuer Verein gegründet worden. Das ist, also zuerst einmal Hallo an euch und danke für die Einladung. Und ich habe es eingangs schon gesagt, ich finde es total schön, solche Veranstaltungen, weil es mich natürlich sehr, sehr freut, wenn die Möglichkeit geboten wird, dass man sich über unsere Arbeit, aber hauptsächlich auch über die Situation von Menschen auf der Flucht und Schutzsuchenden in Europa informieren kann. Ich bin dafür sehr dankbar. Also herzlichen Dank für euch als Pfadfinder, dass ihr das organisiert habt und freue mich sehr, dass ich da sein darf und auch, dass da so interessierte junge Menschen da sind. Also danke auch für die Zeit, die ihr uns und dem Thema schenkt. Also zu meiner Person, seit 2014, wie du gesagt hast, arbeite ich führend mit Schutzsuchenden in der Steiermark. Also ich wohne seit 4 Jahren in Graz, vorher in der Südsteiermark. Und es hat sich jetzt ein Verein, also ich bin im September das erste Mal gleich nach dem Brand nach Lesbos geflogen. Da war es eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, ja, man muss auch ein Zeitzeugin sein von sowas. Ja, weil wir haben vorher schon, ich bin in Steuerungsgruppen der NGOs in Österreich und da haben wir schon Briefe geschrieben an die Europäische Kommission, an das Europäische Parlament, kann man nachgoogeln, Urgent Letter, haben 400 NGOs in Europa und sehr viele Persönlichkeiten, österreichische und europäische, unterschrieben. Man möge doch bitte das Moria Camp evakuieren, das ist ja kein neues Problem. Das ist ursprünglich ein Camp, das ist für 3000 Menschen gebaut und in den Spitzenzeiten waren da bis zu 20, 21.000 Menschen drinnen. Ja? Und wie das dann gebrannt hat und wie ich gehört habe, dass da jetzt 20.000 Leute um das abgebrannte Camp sich befinden, das ist mir so nahe gegangen, das hat mich so schockiert. Außerdem begleite ich einen jungen Afghanen, dessen Bruder dort war auch dann, der mich gebeten hat, ich möchte doch bitte nach Lesbos fliegen, ob ich nicht will. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das mache ich. Und aus dieser spontanen Aktion ist wirklich eine große Aktion geworden. Ich bin dann mit zwei kurzen Unterbrüchen eigentlich bis zu Weihnachten geblieben. An Weihnachten war ich zu Hause. Bin dann am 30. Dezember wieder hingeflogen. Es hat sich dann mittlerweile in Graz ein Verein gegründet,
Der heißt Flüchtlingshilfe Refugee Assistance Doro Blanke, wo ich die Geschäftsführerin bin. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die mich schon lange meine Arbeit auch unterstützen im Vorstand. Und ja, und jetzt fliege ich dann wieder am 19. März, bin zurückgekommen am 16. Februar, aber dazwischen braucht man einfach ein bisschen Pause. Und am 19. März fliege ich wieder runter, weil es gibt jetzt dann eine neue Situation und dann kann ich nachher noch berichten. Ja, das ist das, was ich im Moment mache. Vorher habe ich hauptsächlich mit jungen Afghanen gearbeitet in der Steiermark, Lehrstellen gesucht. Wir haben ein schönes Projekt an der FH Joanneum im Erasmus-Programm gemacht, Sprachunterricht, Projekte wie Let's Cook Together, wo junge Afghanen mit Österreicherinnen gekocht haben, damit die Scheu, die Berührungsängste abgebaut werden, waren sehr schöne Momente dabei. Und ich bin Aktivistin gegen Abschiebungen nach Afghanistan, weil Afghanistan ist ein Kriegsland und nach Afghanistan kann man einen eigentlich nicht abschieben, wenn man die Menschenrechte berücksichtigt. Ja, vielen Dank für den Einblick in dein in dem Fall doch sehr bewegtes Leben bis jetzt. Ja, vielleicht direkt zur Situation vor Ort in Lesbos. Kannst du uns vielleicht berichten, wie schaut es da im Lager aus? Wie schaut die sogenannte Hilfe vor Ort aus, die man ja immer wieder hört? Ja, kannst du uns da Einblicke gewähren? Ja, also im September nach dem Brand waren ungefähr 18.000 bis 20.000 Menschen direkt rund um das abgebrannte Camp. Befinden sich sehr viele Olivenhaine. Lesbos ist, lebt hauptsächlich vom Olivenanbau und vom, also ist weniger Tourismus als auf anderen griechischen Inseln, leben hauptsächlich vom Olivenbau. Und das sind einfach riesen Olivenhaine rund um das Camp auf den Hügeln von Moria. Und da haben die Leute dann gelagert. Die wussten gar nicht, wohin. Also die meisten Menschen haben auch quasi nichts mehr gehabt, außer das, was sie an Quant oder schnell in der Hand retten konnten. Wie ich das erste Mal dann hingekommen bin, habe ich Kontakt aufgenommen zu einer kleinen griechischen NGO, mit der wir bis heute sehr eng verbunden sind und dank der wir auch mit unserer Volunteerarbeit ins Camp können. Aber das berichte ich dann später. Aber die kochen pro Person pro Tag 1200 warme Mahlzeiten, die besonders vulnerable Menschen im Camp Moria schon bekommen haben, nämlich Diabetikerinnen, Hochschwangere, stillende Mütter, weil die Versorgung immer in Moria schlecht war, also eigentlich unter jeder Kritik. Und mit denen haben wir uns sehr eng verknüpft und die haben uns dann schon am zweiten Tag, wo wir auf Lesbos waren, damit draufgenommen, weil da die Polizei hat das abgesperrt, da haben also nur Menschen, die eine Berechtigung haben, hinfahren dürfen. Und da sind wir schon mitgefahren, Essen verteilen und muss sagen, was ich dort gesehen habe. Also das hat mich so geschockt und betroffen gemacht, dass das in Europa möglich ist. Familien mit kleinen Kindern, Säuglinge am Boden liegen, auf der nackten Erde. Man muss sich das vorstellen, ein Brand in diesem Camp, das hat alles vernichtet. Die Leute haben nichts gehabt. Es hat kein Trinkwasser gegeben, keine Toiletten. Und da waren 20.000 Menschen. Die Kinder haben geweint, die Eltern total verzweifelt. Also es war eine furchtbare Situation. Und man hat dann auch sofort gesehen, es ist auch wichtig, dass man das sagt, weil die Politik sagt, die haben jetzt überströmen uns da die jungen Männer auf der Flucht. Also das ist, die wenigsten sind junge, alleinreisende Männer. Das meiste, gerade auch auf Lesbos, sind Familien mit Kindern. Es gibt auch jetzt in Kent über 2000 Kinder unter 12 Jahren, die man in solchen Verhältnissen leben lässt. Und dann war es so, dass die, ein altes Militärgelände direkt am Meer wurde dann provisorisch errichtet. Es war sowieso eingezäunt, weil es Militärgelände war. Und da wurden in Windeseile Sommerzelte aufgestellt an die 1000 insgesamt. UNHCR hat die zur Verfügung gestellt.
Und die Menschen wurden aufgefordert, in dieses Camp zu gehen. Viele haben Angst gehabt damals von den Schutzsuchenden, weil die haben das schon geahnt, dass das ein geschlossenes Camp wird, wie es jetzt eigentlich auch ist. Und haben sich gefürchtet oder auch vor illegalen Pushbacks. Ich meine, wenn man weiß, es ist vor 14 Tagen ein Boot gelandet mit 35 Menschen auf der Insel aus der Türkei, wo Kinder, Familien drauf waren. Und die waren 3 Tage auf Lesbos, sind dann bei einer Nacht- und Nebelaktion wieder aufs Meer gebracht worden, in türkische Gewässer. Das passiert alles dort. Ja. Ich finde es wichtig, dass man das, dass man so ein bisschen ausholt und das erzählt, weil Europa ist, das Fundament von Europa ist unsere Gesetze, die Menschenrechte, das wird also dort total gebrochen und niemand ahndet es. Jedenfalls hat dann die Polizei die Leute aufgefordert, in dieses Camp zu gehen. Familien mit sehr kleinen Kindern waren da eher die Vorreiter, weil die waren einfach total verzweifelt. Weil wenn ich still und Baby habe und kein Wasser habe und nichts zum Essen habe, also es waren furchtbare, die Leute sind neben der Straße, haben die auf die Toilette gehen müssen, offen. Die Polizei, die Autos sind da vorbeigefahren, also unfassbar. Sehr viele Hautkrankheiten, Krätze, infizierte Mückenstiche, Schlangenbisse. Es gibt auf Lesbos relativ viele Schlangen, auch jetzt, wenn man da in den Olivenhainen hausen muss, also das passiert. Dann haben sich die Leute aber geziert sozusagen. Es ist ein Fußmarsch von circa 4-5 Kilometern. Die haben Angst gehabt, die haben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Schlechte Dolmetscher auch immer wieder ein Problem an EU-Außengrenzen. Und dann ist die Polizei mit Tränengas auf die Leute losgegangen. Das war auch also ein Moment, wo man einfach als Österreicherin sich denkt, bitte, wo bin ich jetzt? Ja, es ist eigentlich eine Kriegssituation auf Kinder. Also die Kinder, das können dann die Ärzte ohne Grenzen auch berichten. Es war dramatisch. Und da sind dann die Menschen quasi gezwungen worden, dieses Camp. Und wir sind dann schon ein paar Tage später mit der kleinen NGO, mit der wir so eng zusammenarbeiten, ins Camp hinein. Es war ein Wahnsinn. Es hat keinen Strom gegeben, kein fließendes Wasser, Sommerzelte, keine Toiletten am Anfang. Also das, die kleinen Kinder nehmen mehr, wenn hohe Wellen waren, also die Eltern total erschöpft, man hat Angst haben müssen, dass Kinder ertrinken. Ja, und das hat sich dann so ein bisschen eingependelt, was aber nicht heißt, dass es sich gebessert hat. Es wurden dann auch immer wieder, ich habe auch Fotos auf meinem Blog veröffentlicht, Kinder haben dann Militär- und Kriegsrelikte dort gefunden. Das ist ein ehemaliger Waffenübungsplatz, auch wieder vor einer Woche, Handgranatenteil und so, also wo dann alle Militärleute, die sie auskennen aus Österreich, sagen, bitte ja nicht angreifen. Ja, die Kinder finden das, bringen das, gibt es Foto davon, also furchtbar. Die Infrastruktur aufzubauen ist bis heute, muss man sagen, nicht gelungen. Entgegen allen Berichten, die der EU-Berichterstatter, das muss man auch beim Namen nennen, also geschönte Berichte, beginnt beim Wetterbericht bis zu, wie die untergebracht sind. Es war einer meiner härtesten Winter in meinem Leben, also zu beobachten. Ich war im Dezember und dann ab 1. Jänner wieder im Camp. Also bei Minusgraden, ungeheizte Sommerzelte, nur mit einer Plastikplane am Boden und dünne Decken, viel zu wenig Toiletten. Die Duschen waren die ersten 3-4 Monate Kübelduschen. Das sind so Holzgestelle, die mit Schlafsäcken umwickelt sind, mit alten. Und da ist oben ein Holzbrett, wo man sich dann ein kaltes Wasser über den Kopf schüttet zum Waschen. Die Menschen haben sie noch das sind dann dieses Bild, das ist dann die Situation, wie es ausschaut nach einem Tag Regen. Der Untergrund dieses Camps ist Lehmboden. Also der kleinste Regenfall, da steht alles unter Wasser. Da wurde uns dann vorgeworfen von der Politik, wir arbeiten mit hässlichen Bildern, finde ich auch spannend. Der Kurz hat uns und der Bundeskanzler hat uns ja darauf eingestellt, ohne hässliche Bilder
wird es nicht gehen, wie wir sie geliefert haben, war es dann nicht recht. Da haben wir dann die Aufforderung bekommen, wir dürfen solche Bilder nicht mehr veröffentlichen. Auch Journalistinnen ist bis heute der Zugang verboten. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man das erwähnt, weil das ist Pressefreiheit, ist ein Grundrecht in der Demokratie. Das gibt es nicht in diesen Camps. Die Refugees selbst dürfen diese Camps nur stundenweise verlassen. Manche kommen überhaupt nie dran. Und es gibt keine Bildung, es gibt keinen einzigen Rückzugsort für stillende Mütter oder so. Leben tun die Leute auf 9 Quadratmeter, so ein Familienzelt, das teilen sich 2 Familien. Eine Familie hat 9 Quadratmeter. 9 Quadratmeter. Ist ja für einen Pfadfinder kein Problem. Ihr sagt, sehr gut mit Messen, Zelt aufstellen und so. 9 Quadratmeter, kann sich vorstellen. Ne? Eine ganze Familie. Es gibt unzulängliche medizinische Versorgung. Die Menschen sind zum Teil wirklich schon psychisch wirklich krank. Schwerste Depressionen, Albträume, Ängste. Die können dann zum Medical Care Center dort gehen, wo dann für 2 Tage ein Medikament verschrieben wird. Also alles dubios, sehr traurig. Es ist ein Zustand, den man, und bin auch dankbar, dass jetzt da Leute zuhören und sich dafür interessieren. Das ist ein Zustand, den dürfen wir nicht akzeptieren. Das ist jetzt nicht irgendwo in Südafrika, auch dort ist es dramatisch, aber das ist jetzt in Europa. Ja? Und das muss man auch, mir ist es auch immer wichtig, dazu zu sagen, menschenrechtlich. Es gibt eine Genfer Flüchtlingskonvention. Es ist erlaubt, in Europa um Asyl anzusuchen. Ich gehöre nicht zur Fraktion, wir müssen alle nehmen. Und man muss auch dazu sagen, es kommen gar nicht alle. Also ein kleinster Teil der Fluchtbewegungen schafft oder kommt nach Europa. Aber es ist ein Menschen- und Asylrecht, dass man um Asyl ansuchen darf. Wir kämpfen für faire Asylverfahren. Das heißt, man muss auch negative Bescheide akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere, ist eine Abschiebung in ein Kriegsgebiet wie Afghanistan. Aber ich denke mir, so eine Unterbringung wie dort, und Lesbos ist ja nicht der einzige Ort, Samos, Chios, ist überall gleich, überall total überfüllte Camps, keine hygienischen, also unerträgliche hygienische Zustände, keine Bildungsmöglichkeiten. Da gibt es Kinder, die leben 4 Jahre in den, zuerst in Moria 3 Jahre, jetzt beinahe dann 1 Jahr im September, im Sommer wird es 1 Jahr, was gebrannt hat. In diesem Camp keine Bildungsmöglichkeit, es gibt eine Schulpflicht in Europa. Also es werden alle Regeln und Gesetze über den Haufen geworfen. Ja, und das Traurige für mich ist, dass seitens der Politik dann immer verbreitet wird, also auch der Innenminister hat sich da dargestellt wie der Superman mit der Antonov, fliegt er dann nach Athen, das wirkt, das sind Bilder, die wirken. Dann sind die Österreicherinnen beruhigt, wir haben jetzt 55 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Ich kann es ganz zuverlässig sagen, von den 55 Tonnen sind 25 Zelte in diesem Camp aufgestellt worden. Und zwar waren die im Quarantänebereich von Corona, also anlässlich der Corona-Pandemie, gibt es einen Quarantänebereich, das muss man sich jetzt so vorstellen, das wird mit einem Bauzaun abgeriegelt. Und da werden die ganzen Familien, das glaube ich, in einer Corona hat, werden die Familien evakuiert sozusagen, diese Corona-Station, und schauen da einfach durch den Bauzaun und warten, wie sich die Krankheit jetzt entwickelt, ja, sozusagen. Auch wieder keine Kinderbetreuung, wenn die Eltern krank sind, keine Unterstützung, keine psychologische Unterstützung. Also es ist ein Horror. Ja. Also ich gehe selber in Supervision regelmäßig, dass man das auch aushält. Ich bin froh, wenn ihr die Bilder zeigt, wenn man kann es. Ich sage immer, wenn man bei uns jetzt sagt, mir ist kalt, ja, wenn ich jetzt
ihr seid ja viel im Freien auch und so. Ja, ist euch kalt, ja, irgendwann setzt man sich ans Feuer oder geht heim, macht sehr warmes Bad, Fußwickel oder was auch immer, wechselt die Kleidung. Das können die Leute nicht. Die haben zwei Kleidungsstücke. Es hat im Winter jeden Tag oder jede Nacht geregnet. Das heißt, jedes Kleidungsstück von jedem Bewohner, der in diesen Camps lebt, war nass. Man sieht es da. Ja? Das Wasser geht in die Zelte rein. Es war alles nass. Ja? Und das ist wieder die Frage, wo trocknet man das? Ja? Die haben ja keine Wäscheständer, die haben keine Wäschetrockner. Also das ist alles ein Wahnsinn. Bitte da, die Bewohner schaufeln da dann noch zur Erdwelle an die Zelte, dass das wenigstens ein bisschen vorbeirinnt. Man hat dann versucht, mit Sandsäcken das Wasser umzuleiten. Bitte, da sieht man ja. Haben sie es umgeleitet, da geht es auf der Straße außerhalb des Camps und dann rinnt es wieder rein. Also das ist alles, und das alles unter den Augen von Europäerinnen und Europäern. Also das ist, es ist schrecklich. Die Kinder, man sieht es, die meisten keine gescheiten Schuhe, kein Gewand. Das heißt quasi, die haben jetzt seit November mehr oder weniger erstens mal nasse Kleidung und ja, also hat sich da irgendwie schon was verbessert in der Hinsicht oder liegen die nach wie vor auf den Planen in den Zelten? Es hat sich eigentlich nichts verbessert. Ich meine, es gibt Regierungsvertreterinnen, die berichten dann großartig, als gibt es 250 Duschen mit warmem Wasser. 7.500 Menschen und das warme Wasser ist gar nicht immer verfügbar. Und zwar aus folgendem Grund, dieses Areal, das man dort sieht, das ist weder an einer Kanalisation, weder an einem Wasseranschluss, wie wir es gewohnt sind, Wasserleitung, weder an ein elektrisches Netz angeschlossen. Das ist einfach mitten am Feld. Ja? Die Kabel, die man da alle überall herumhängen sieht, da haben wir uns dann sehr gefürchtet, weil der Strom wird über Generatoren, die mit Diesel betrieben sind, erzeugt. Ja? 25 Generatoren im Camp. Dann sind die wieder gerissen, wieder runtergefallen, im Wasser gelegen, wenn Kinder das angreifen. Also ein Wahnsinn. Ja? Es ist, man kann es gar nicht so beschreiben, so grausam, wie das ist. Ja? Und dann wieder nächtelang Stromausfall. Jetzt muss man sich vorstellen, stillende Mütter, bleibt die Milch weg. Wir haben dann Wasserkocher verteilt. Also ich kann dann auch noch sagen, was NGOs dort tun. Wir haben dann Wasserkocher zum Beispiel verteilt. Nur wenn zu viele Leute einen Wasserkocher oder einen elektrischen Kochtopf anschließen, es gibt offiziell eine gekochte Mahlzeit. Das ist so eine Schüssel. Also kein kann Jugendlichen, der im Wachstum ist, der mit dem satt wird. Und einmal am Tag kriegt man das. Das wird in Athen gekocht, tiefgefroren, wird transportiert. Das ist auch nicht warm. Das sind gekochtes Essen, eine Portion am Tag. Und also jetzt haben wir Wasserkocher, Kochtöpfe gekauft, verteilt. Nur wenn zu viele Leute Kochtöpfe einstellen, dann bricht das ganze Stromnetz zusammen. Jetzt waren auch wieder Brände im Camp, weil wegen den Kabeln schlecht verlegt. Also ist ja alles, also ich sage immer Europa. Bei uns, wenn man einen Spielplatz baut, dann müssen alle möglichen Normen eingehalten werden. Man muss alles auf Sicherheit TÜV prüfen lassen und so. Dort baut offiziell die Regierung ein Fetzencamp hin, ja. Aktuell sind jetzt 7.500 Leute dort, 1.200 Alleinreisende, alles andere Familien, mehr als 2.000 Kinder, die seit Monaten keine Betreuung haben. Da kann man Berichte von Ärzte ohne Grenzen lesen. Die Eltern sind zu Tode erschöpft, hoffnungslos. Die Kinder sind entweder sehr apathisch, ich kenne viele Kinder seit Moria noch. Ich weiß auch, wie sich die verändert haben. Die gehen teilweise gar nicht mehr von ihren Eltern weg oder total apathisch oder extrem überbordend. Wenn man ein Stück, also es gibt Volunteers, die machen den Fehler, nehmen ein Stück Schokolade mit.
Warum werden keine Leitungen? Die Fragen sagst du mir, danke, Paul, oder? Ja. Also, nur ganz kurz, dazu, wir machen jetzt diesen allgemeinen Überblick noch weiter. Und gehen dann auf die Fragen ein. Ja. Also ihr könnt es gerne jetzt schon reinschreiben und da werden wir dann nachher darauf eingehen. Und es ist ja jetzt zum Beispiel das Interessante jetzt, ist ja neu, also kurz zu dem, was wir gemacht haben und auch danke, ich weiß nicht, vielleicht sind da jetzt auch Leute dabei, die selber unterstützt haben, auch finanziell. Wir haben sehr viele Spenden bekommen. Wir haben 7 Trucks aus Österreich bekommen mit Sachspenden. Wir haben ein Warehouse gemietet, ein riesiges. Wir haben ehrenamtliche Volunteers gehabt, junge Leute, die wirklich 2 Monate ihres Lebens unterbrochen haben und 50 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Mein Kollege hat eine App quasi installiert, wo die Volunteers in Camp, das sind selbst Betroffene, da haben wir ungefähr 30, 32 Leute aus verschiedenen Nationen, die mit uns arbeiten, Abfragen gehen von Zelt zu Zelt. Weil die Leute stellen sich vor, die schicken uns jetzt 10 Winterjacken oder 20 Bananenschachteln mit Quant, das gehört alles sortiert. Wenn die eine Familie, der Mann L, bei der anderen M, die Frau S, Schuhgröße, das gehört alles. Jetzt hat mein Kollege der Feiert eine App entwickelt, wo die Volunteers von Zelt zu Zelt, 1000 Zelte abfragen gehen und wir dann, das geht sofort direkt auf den Computer ins Warehouse. Die österreichischen Volunteers, die mit sind, sortieren das nach Zeltnummer. Es wird eingepackt, genau, und am nächsten Tag bringen wir dann diese Säcke mit Name und Zeltnummer spezifisch für die Menschen hinein. Also das haben wir Newborn Bags verteilt, da haben wir eine Liste vom Camp Director bekommen, wo Neugeborene sind. Das ist ein schönes Foto, wenn man da nochmal zurück, das ist meine jüngste Volunteer, das ist eine 14-jährige junge Afghanin und die geht immer mit und berichtet mir und da hat sie mir was gebastelt. Aus Müllpapier. Hat sie mir Herz gebastelt. Schön. Die kleine Sohal. Und das ist ja auch so. An der sieht man, sie geht Volunteer arbeiten, weil in der Hoffnung, weil wir natürlich schon auch gut schauen auf die Volunteers. Die kriegen einmal im Monat eine SIM-Karte, damit sie mit uns in Verbindung bleiben können. Sie kriegen einmal im Monat ein Foodbag, ein Lebensmittelpaket. Da arbeiten die Kinder dann. Die Mütter haben ja vielleicht noch ein kleineres Kind, sie ist gekommen und hat gesagt, bitte darf ich helfen. Jeden Tag da gestanden, übt jeden Tag Englisch, damit sie mit mir reden kann. Das sind die Volunteers, die wir haben. Aus Afrika, aus Afghanistan, aus Syrien. Die helfen dann, weil wir könnten das gar nicht alleine verteilen. Da kommen wir mit 200 Paketen. Das ist unser Partner NGO, da war der Bischof Hermann Klettler auf Besuch und daneben der Nikos und die Katharina, das sind die Owners von Home for All und da ist diese Küche, wo die 1200 Portionen gekocht und abgepackt werden, da arbeiten wir auch mit und um 2:30 fahren wir ins Zelt, Helga Longlin, eine Freundin von mir. Also da haben wir die Sachen sortiert im Warehouse, also ganz viel Arbeit, das war Osterbrot, also na, Dreikönigsbrot, da haben wir jede Familie hat einen so ein Brot bekommen zu Weihnachten. Jede Familie hat wir haben die größte Distribution gemacht, dank allen Unterstützerinnen, diesen Camp jemals passiert ist. Wir haben nämlich jeder Familie und jeder alleinreisenden Gemeinschaft, die wohnen zu 6, ein Lebensmittelpaket mit 15 Kilo Lebensmittel geben können. Das war für uns eine Riesenfreude. Da bedanken wir uns auch bei der Unterstützung für alle Leute, die da gespendet haben. Dass wir das machen konnten. Also das ist was so viel wert. Das berührt mich jetzt noch. Wenn man das, und das ist ja ihre Action. Weil da arbeiten wir 4, 5 Tage. Es muss schnell gehen. Ja, man kann nicht 100 Familien was geben, 200 nicht. Die Leute müssen die Sicherheit haben. Man muss sich vorstellen, die haben das Existenzielle nicht. Ja, die Kinder weinen in der Nacht vor Hunger. Da kann man nicht einen Teil des Camps Lebensmittel geben dem anderen nicht. Also es gehört alles im Warehouse vorbereitet und dann 4, 5 Tage fahren, die Volunteers in die verschiedenen Sektionen schicken, sagen bitte Geduld, ja, der Konstantin, das sind die Lebensmittel, die dann abgepackt wurden.
Die Volunteers sagen den ganzen Familien, den Camps gehen von Zelt zu Zelt, bitte Ruhe bewahren. Wir haben für alle etwas. Ja. Herrscht dann auch Riesendisziplin. Ja, das sind die Foodbags. Ja. 15 Kilo Lebensmittel, Mehl, Grieß, Reis, Olivenöl, Zwiebel, Tomaten, also alles mögliche, Salz, Zucker. Und mit so einem Paket essen die wieder 1,5 Wochen. Ja, Doro, danke für diesen breiten Überblick über die ganze Sache und über die Arbeit vor Ort. Lass uns jetzt einfach so in die Fragerunde reinstarten. Ja, sehr gerne. Die jetzt schon Fragen gestellt haben im Chat, ich werde das uns mal vorlesen, außer ihr wollt es dir selbst stellen, dann könnt ihr gerne die Hand heben. Ich würde sagen, wir nehmen sonst dabei weiter auf. Sollte das jemandem nämlich nicht passen, gebt es mal vorher im Chat Bescheid. Dann werden wir das nicht veröffentlichen oder ihr schreibt es einfach nur rein. Und sonst ist natürlich, glaube ich, super, wenn man die Fragen auch mitbekommt, die jetzt gestellt werden und wenn man da in die, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Eine der ersten Fragen war mal, das klingt so, als wären diese Camps komplett abgeriegelt. Wer riegelt das ab und hindert zum Beispiel Journalisten am Zugang? Und wie kommt ihr als Helferinnen überhaupt hinein? Ja, kann ich gerne erklären. Ja, die Camps sind abgeriegelt. Es gibt zwei, also einen offiziellen Eingang und einen inoffiziellen, wo man dann, wenn man eine permanent Permission hat, wie wir mit dem Van von Home for All, da kann man dann dort auch rein. Sonst gibt es einen offiziellen Eingang. Es muss sich jeder ausweisen, jeder, also das Gepäck wird kontrolliert und so. Und das Camp ist auf Militärgebiet und es untersteht dem Militär. Mit der Polizei, die MAT, die griechische ist bekannt, das ist nicht zimperlich. Also, und man braucht eine Bewilligung, um ins Camp hineinzukommen. Wir haben diese Bewilligung, weil wir quasi als Volunteer bei unserer Partner-NGO Home for All angemeldet sind. Da muss man einen Reisepass abgeben, das wird dann alles notiert, kriegt man ein Badge, wird auf die Liste der Polizei, die kontrolliert jeden, der hineingeht. Genommen, muss man das wieder herzeigen, wird geschaut, steht man auf der Liste. Also alles, die griechische Regierung sozusagen, die verwaltet das und das Militär und die Polizei kontrollieren es Tag und Nacht. Ja, danke. Die nächste Frage war dann zu den Zuständen im Lager, also warum werden keine Leitungen, Kanäle etc. verlegt und wer ist für das Lager zuständig, dass das nicht passiert? Ja, warum werden keine Leitungen verlegt? Das frage ich mich auch. Aber ich sage es jetzt einmal so, wie ich es denke und wie ich auch glaube, dass man es sagen sollte, mal aussprechen sollte endlich. Es ist die böse Fratze der europäischen Flüchtlingspolitik. Wir machen eine Abschreckungspolitik und der griechische Minister war der einzige der politischen Personen, der es auch schon ausgesprochen hat in einem Interview, nämlich wortwörtlich gesagt, den Menschen muss es hier bei uns schlecht gehen, damit sie sehen, sie brauchen nicht zu uns kommen. Ich mache jetzt da absichtliche Pause, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt nämlich dann im Klartext, wir benutzen Europapolitik und da, das ist Österreich auch federführend, ja, mit dem Bundeskanzler, der gesagt hat, Balkanroute schließen, ohne hässliche Bilder wird es nicht gehen, NGO-Arbeit kriminalisiert. Also es ist so, dass auf dem Rücken von Menschen, die Menschen werden quasi als Schutzschilder für Europa benutzt. Ja? Und man hofft damit, die Politik spricht auch immer von diesem Effekt, dass wenn die Leute, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die, wir betteln, sage ich jetzt richtig, ja, um eine Aufnahme in Österreich von 100 Familien, das ist nichts. Ja, bei fast 9 Millionen Einwohnern, 500 Menschen ist eine lächerliche Zahl. Und da geht es jetzt auch nicht um Asyl, das ist auch wichtig, dass man das betont, da geht es um Katastrophenhilfe. Also wenn ich 5 Kinder habe und neben mir ertrinkt ein Kind, das keine Eltern hat, kann ich sagen, du kannst nicht retten, weil ich habe schon 5. Ja, also da muss man, das gebietet nämlich nicht nur das Gesetz, sondern auch die Menschenwürde. Ja. Wenn jemand so in Not ist, da muss man einfach helfen. Und es sind ja in Moria auch Leute verstorben im alten Camp an der Kälte, hat kein Mensch darüber gesprochen.
Da gibt es einen Friedhof mit unzähligen Gräbern von verstorbenen Menschen auf der Flucht. Also es wird nicht gebaut, weil niemand das Geld in die Hand nimmt. Und jetzt sagt der griechische Minister, es wird eher ein neues Camp gebaut, 25 Kilometer entfernt. Das wird dann ein Gefängniscamp, also da darf dann gar niemand mehr raus. Jetzt dürfen wir die Refugees 2 Stunden am Tag, kriegen sie eine Nummer teilweise, können es raus, der nahegelegene Lidl freut sich, weil der macht ein Millionengeschäft, weil die kriegen 70 Euro im Monat und das geben sie dann dorthin für Kartoffeln und Reis und Nudeln. Aber es kann auch passieren, willkürlich habe ich alles erlebt. Nein, heute kein Ausgang, 3 Tage kein Zugang für NGOs, alles Willkür. Ja? Es ist eine Machtdemonstration und es ist eine Schande, Europa ist ein ausgelutschtes Wort. Aber ich denke mal, es geht nicht um Asyl, auch wenn man negativ Asylbescheid kriegt. Menschen haben menschenwürdig untergebracht zu werden. Also dass Säuglinge in der Nässe liegen müssen oder die Mutter kein Pullover anhat in der Nacht, weil ihrem Kind kalt ist und sie zieht dann noch den Pullover aus bei -2 Grad, war Schneesturm, alles, ich habe es erlebt. Ich war unten, die Rechten haben nebenbei gepostet, super Wetter in Athen, sind leider geografisch auch nicht gebildet, weil die das Wetter auf den Ägäischen Inseln ist immer anders als in Athen. Ja? Und also ein Problem. Und ja, also das ist eine Abschreckungspolitik. Und da bitte ich auch, also kann ich fordern, kann ich jetzt nur bitten, alle, die zuschauen, bitte mit Freundinnen, Nachbarinnen, mit der Familie drüber reden, darauf aufmerksam machen. Das ist ein Menschenrechtsbruch, wenn sich unsere Politiker hinstellen, immer sagen, nie mehr wieder. Ja, also von dem habe ich nichts. Das brauche ich nicht, nie mehr wieder. Weil ich kann auch die Jungen jetzt nicht haftbar machen, was tragischerweise, wo meine Mutter weint, was sie jetzt erlebt, passiert ist. Aber die Jugend und wir jetzt sind eben jetzt verantwortlich. Ja? Und Menschen so unterzubringen, auch wenn die nur 3 Monate in Europa sind, weil sie kein Asyl kriegen, weil man es nach Marokko oder Tunesien gibt es auch Leute, eine Abschiebung erfolgt. Aber bitte die 3 Monate eine ordentliche Unterkunft, Kinder eine Bildung, hygienische also Möglichkeiten für Hygiene, Bildung, medizinische Versorgung. Also wenn ich da Recht dazu brauche, das jetzt eh gebrochen wird und niemand dazu schaut, ist traurig in der Welt. Ja, aber die griechische Regierung verantwortet es in erster Instanz, aber ich möchte jetzt Europa nicht herausnehmen, weil die Frage, die ich jetzt immer wieder stelle, auch auf Twitter und auch den habe ich europäische Abgeordnete angeschrieben, wie die Bettina Vollert, den Ottmar Karas, warum verklagt man Griechenland nicht als Mitgliedstaat? Das kann man, das hat man bei Ungarn auch gemacht und das will die Kommission aber nicht, weil die Griechen erledigen ja brav diesen Auftrag, Europa zu schützen, sozusagen. Ja, das war ja gerade die von der Leyen in Griechenland und hat sie bedankt bei Griechenland, dass sie das Schutzschild Europas sind. Ja, ist furchtbar. Schutzschild Europa. Genau. Das Schutzschild sind nicht die Griechen, das sind die Menschen dort. Die werden als Schutzschild missbraucht. Genau. So. Der Florian hat da eine Frage gestellt, eher geopolitische. Wie siehst du die Rolle von Erdogan, also von der Türkei da mit drinnen? Und ja, also es ist nur die Frage, was sind die politischen Hintergründe, dass die Situation so schlecht ist, weil also er meint, dass man die politische Absicht schon unterstellen kann. Und wie weit hat da die österreichische Regierung Einfluss drauf? Ja, also die österreichische Regierung hat deshalb einen großen Einfluss, weil der Kurz ist ja sehr befreundet mit den Visegrad-Staaten. Ja, das darf ich kurz ruhig sagen, weil das haben auch ORF-Journalistinnen schon gesagt. Und jetzt ist es so, der Kurz ist ein starker, also auch die ÖVP ist im Europaparlament, also die Volkspartei, die Europäische, ist eine starke Vertretung im Europäischen Parlament. Ja? Und die haben natürlich großen Einfluss auf das, wie wird Menschenrecht gehandhabt. Ich meine, alle, die heute zuschauen, brauchen jetzt nur mal Frontex eingeben, illegale Pushbacks. Da sieht man, wie die Europäische Kommission und Europa mit dem umgeht. Ich bin eine heiße Vertreterin von Europa, ich bin
glückliche Europäerin, aber eines muss ich sagen, die Europäische Gemeinschaft hat eine Schwäche, sie hat sich nämlich nur wirtschaftlich entwickelt und nicht sozial und human, also da fehlt es, da hinten ist hinterher. Kurz hat einen großen Einfluss, weil er war damit ausschlaggebend, die Balkanroute zu schließen, was ja auch wahnsinniges Leid hervorruft. Also die Leute hängen jetzt irgendwo, weil das ist ja auch gelogen, das ist ja alles nur populistische Politik. Ja. Man sagt, jetzt hat man das geschlossen, dann schaut man nach Bihać, nach Bosnien, wo Kolleginnen von uns arbeiten, wo die Leute barfuß im Schnee leben, ja, wo die kroatische Polizei ohne Kontrolle die Leute so umschlägt, dass die offene Wunden haben und zurückbrüdelt nach Bosnien. Es gibt jetzt in Graz gerade einen Prozess gegen illegale Pushbacks, also bezüglich illegaler Pushbacks von Österreich nach Slowenien. Also es wird permanent Menschenrecht gebrochen. Wie sehe ich das mit Erdogan? Also es ist so, bitte, in Europa hat es diesen EU-Türkei-Deal gegeben. Ja, da bin ich in Kontakt mit Gerald Knaus, den Namen kann man sich merken, kann man googeln, kann man nachlesen, viel dazu. Migrationsexperte. Der Deal wurde erstens nicht verlängert und man lässt sich jetzt von einem Diktator, wenn ich das so sagen darf, den, so empfinde ich den Erdogan, erpressen. Ja? Man lässt sich von dem erpressen. Es ist so, dass der ja diese Fluchtbewegungen sehr kontrolliert, natürlich, sowohl aus Syrien als auch aus dem Iran, die Leute, die kommen aus Afghanistan. Viele Menschen sagen, die sollen im Iran bleiben. Dort sind die Afghanen auch illegal. Die werden dort, viele Menschen sind dort geflüchtet, weil man sie dort, die Iraner, in den Syrienkrieg unter Drogen gesetzt schicken wollte, nachweislich. Da können die Ärzte ohne Grenzen auch was dazu erzählen. Ja. Also der Erdogan spielt natürlich eine Rolle, nur ich denke, wir dürfen uns da nicht erpressen lassen. Jedenfalls nicht auf Kosten von Menschen. Ja. Man muss halt wieder in Verhandlungen gehen, das macht Europa ja nicht. Und der Erdogan kontrolliert natürlich diese Fluchtbewegungen. Nur, ich glaube, da gibt es andere Expertinnen als mich, die sich da einig sind, Migrationsexpertinnen, Fluchtbewegungen. Solange wir uns nicht wirklich in den Herkunftsländern drum kümmern, was ist dort los? Wie können wir unseren Beitrag dort leisten, um den Frieden zu sichern oder ein besseres Lebensverhältnis für die Menschen dort? Solange das nicht passiert, wird Fluchtbewegung stattfinden. Ja? Also, und auf der Flucht zu sein, das ist ja kein neues Thema. Das ist ja, die politischen Personen haben eine hohe Verantwortung. Das ist ja nicht so, jetzt kommen da plötzlich Menschen auf der Flucht. Das gibt es ja jahrhundertelang. Ja? Und die Klimasituation, es wird ja noch viel mehr werden. Ja? Also, und da kann man sich sehr wohl als Europa involvieren und beteiligen. Die Frage ist nur, ob wir es wollen. Ich stelle immer die Frage an politische Personen, gönnen wir anderen Kontinenten oder Ländern in anderen Kontinenten auch Wohlstand? Oder wollen wir den Wohlstand für uns alleine? Da braucht es eine visionäre Politik. Und es braucht auch die Bereitschaft von jedem Einzelnen, ich muss immer lachen, wenn die Leute schreiben, also es gibt eh viel mehr Menschen, die das nicht mehr akzeptieren wollen, aber wenn dann wieder ein Lustiger mir auf Facebook schreibt, wieso soll ich zahlen für jemanden, der von einem anderen Kontinent kommt, dann schreibe ich oft zurück, also bitte entschuldigen Sie, beim Reisen denkt man global, alle wollen global reisen. Bei der Technologie, bei der Bildung, bei allem wird global gedacht, nur nicht bei der sozialen Komponente. Tut mir leid, das kann ich nicht verstehen. Ja, dann sollen die Leute das Handy, können wir keine Zoom-Meetings machen, nichts, weil Österreich hat jetzt auch nicht die Technologie erfunden. Ja. Alleine, wenn wir alle Waffenlieferungen, ja, es gibt Berichte genug, man kann das nachlesen. Waffenproduktion, die Kriege, das sind ja oft geopolitische Kriege, ja, wegen Ressourcen. Wenn man da alles einmal bitte, das kann man natürlich jetzt nicht in ein, zwei Jahren machen, aber man könnte jetzt, der Bundeskanzler rühmt sich ja immer, er ist jetzt der junge Imperator, wollte ich schon fast sagen, ja, der Oberbefehlshaber, der Junge, die Jugend bringt jetzt den Elan. Also wenn die Jugend nicht visionär denkt, tut mir leid, wer denkt dann visionär?
der 90-Jährige, der Vortrag vor dem Sterben ist, nein, Entschuldigung, Vision braucht es für euch mehr als für mich. Weil mit Mauern aufziehen, Menschen auf der Flucht kann man nicht abhalten. In der Sahara, darüber spricht ja keine Sterben mehr, viel mehr Leute als im Mittelmeer. Ja? Trotzdem bewegen. Was soll ich denn machen, wenn ich nichts zum Essen habe? Das, wenn ich am Verhungern bin, Dürrekatastrophen wegen dem Klima, Kriege. Ich betreue hier Menschen, dass die ganze Familie ermordet worden. Ja? Was sollten die machen? Die machen sich auf den Weg. Schlimmer als dort kann es nicht mehr kommen. Ja? Also man sollte viel mehr und auch Migrationsforscherinnen, zum Beispiel Dr. Judith Kohlenberger, kann man sich auch merken, den Namen, die schreibt ganze Abhandlungen drüber an der Uni Wien, darüber, dass dieser Pull-Effekt, der ist ja gar nicht bewiesen, der ist wissenschaftlich nicht evaluiert. Kohlenberger. Kohlenberger. Ja, weil der Bundeskanzler und der Innenminister sagen, wenn wir jetzt 100 vermitteln, ist sowas von lächerlich. Ich meine, ich bin ja traurig, dass ihm das so viele Österreicher glauben. Das macht mir ein bisschen traurig, weil es ja meine Lebensgemeinschaft, mein Heimatland, ja. Vielleicht wollen sie es ihm glauben. Aber wenn wir jetzt 100 Familien nehmen, kommen 2000 nach. So ein Blödsinn. Die kommen ja sowieso. Ich habe einen Volunteer im Camp, der hilft uns. Bitte, der hat die ganze Zeit seinen Verwandten geschildert, wie schrecklich es hier ist in Afghanistan. Der ist trotzdem gekommen, weil Afghanistan haben sie seinen Bruder ermordet und ihn mit die Taliban mit Mord gedroht. Ja, was soll der machen? Ja, vor allem denke ich mir auch, es ist ja aktuell so, dass zum Beispiel von der Aktion Courage jetzt, da gibt es ja aktuell über 3000 fix zugesagte Plätze in Österreich, also wo einfach die Gemeinden oder auch einzelne Personen sagen, sie kümmern sich um alles und sie bezahlen das. Also wo ja Blödsinn das Ganze, ja, und dann muss es der Staat zahlen, Argument ja auch gar nicht gültig genau. Wäre. Also, ja, ihr habt jetzt doch, du berichtest von den schönen Plakataktionen vom Hader. Heute bitte könnt ihr das Bild suchen, das müsst ihr einblenden, das ist großartig. Kurz mit seinem Herz, ja, keines nämlich. Das hängt am Naschmarkt, also alle, die aus Wien da sind, und sonst bitte googeln, großartig. Ja, schreiben dann interessanterweise ÖVP-Leute drunter, mit den 30.000 Euro, die dieses Plakat gekostet hat, hätten wir den Flüchtlingen helfen können, habe ich drunter geschrieben, mit vielen Spenden an die ÖVP auch. Ja, also, nein, also die Argumente, die dann kommen, wenn ihr das Bild findet, das müsst ihr einbringen, das ist wirklich großartig, großartige Karikatur. Ja, Paul, was unsere in unserer Gemeinschaft, das hängt riesig am Naschmarkt, ja, auf der linken Wildseite. Also es ist so, dass die Aktion von der Katharina Stenberger organisiert und der Stefan Zengel, das ist ein super Werbetyp, die haben das ins Leben gerufen und da geht es darum, sichere Plätze zu finden und da haben sich so viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Gemeinden gemeldet und gesagt, wir könnten uns vorstellen, Familien zu nehmen. Heute haben wir gerade eine Besprechung gehabt, vom Wochenende für morgen in Graz. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt suchen wir, wie die Weizer Gruppe, die haben wirklich eine Wohnung. Die haben Leute, die sagen, wir begleiten die bei den Deutschkursen. Wir wollen helfen dürfen, heißt das, ja. Das ist deren Slogan. Die zahlen die Krankenversicherung, alles, weil die sind überzeugt, wenn man die Familie gut begleitet, kann einer von denen, also der Vater zum Beispiel, weil die Mutter noch ein kleines Kind hat, in einem Jahr an Hilfsarbeiterarbeiten erledigen mit dem Deutsch, das er in einem Jahr lernt. Und dann ist die andere Familienmitglieder mitversichert. Ja? Diese Familie hätte bereits Asyl. Das würde dem Staat, bitte, das ist auch ein wichtiges Thema, keinen einzigen Euro kosten. Die Weizer, also Kleister Weiz, haben eine Wohnung zur Verfügung gestellt, Deutschkurse, Integrationsbegleitung. Ein Arzt hat sich bereit erklärt, den jungen Burschen gratis zu operieren, den Tumor am Finger. Das Bundeskanzleramt hat das abgelehnt. Sie hätten keinen Euro Kosten gehabt. Also das ist eine ideologische Haltung, die verurteilt gehört.
Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir uns bemühen, dass wir das sichtbar machen. Alle Plätze, die wirklich, hier ist eine Familie, die würde jemanden nehmen. Hier ist eine Wohnung, hier ist ein Schulplatz, hier ist die Zivilgesellschaft, wir sind stark. Man muss ja auch wissen, jetzt in dem Camp bekommen über 2000 Menschen haben Asyl bekommen. Sprich, ein europäischer Staat hat denen Schutz zugesprochen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Lasst aber trotz Schutz zusprechen, die Leute im Dreck liegen. Ja? Und da hätten sich viele Österreicherinnen bereit erklärt, so eine Familie aufzunehmen. Das würde dem österreichischen Staat kein Geld kosten. Und der Kanzler sagt, nein, Entschuldigung, gibt es keine Argumente. Das ist rein eine ideologische Haltung. Das können die Zuhörerinnen jetzt selber beurteilen, welche ideologische Haltung das ist. Inakzeptabel. Ja, es sind eher zwei Fragen, die ich da jetzt vielleicht zusammenführen möchte. Erstmal, wie können die Pfadfinder als Jugendbewegung helfen? Weil man fühlt sich recht hilflos als einzelner junger Mensch, schreibt der Florian. Und vom Bernhard Steiner, der fragt, was man persönlich selbst machen kann, jetzt außer da sitzen und zuhören. Ja, also da sitzen und zuhören ist ja schon wahnsinnig viel, weil es ist das, was ich immer sage. Wenn jeder bei uns im Land, und ich danke jetzt wirklich allen, die da sind, die Zeit hergeben, für diese Privatzeit. Mir geht es ja gut, dich für jemand anderen oder für eine gemeinschaftliche Herausforderung schenke. Also herzlichen Dank. Man hört jetzt dazu, was kann man machen? Und da kommt jetzt die Hoffnung. Also ich animiere immer die Leute, erstens einmal jeder kleinste Schassal-Politiker oder Politikerin muss das E-Mail, das sie bekommt, das ist in Österreich Usus, beantworten. Also je mehr E-Mails die bekommen, das nenne ich Mehrheitsgesellschaft sichtbar machen. Jetzt kann ich sagen, zum Beispiel bei Freundin, die hat statt einen Adventskalender, hat die 24 Tage lang jeden Tag einem Politiker oder einer Politikerin ein E-Mail geschrieben. Da höre ich dann als Antwort, man kriegt immer dieselben Antworten, das stimmt. Trotzdem, das wird registriert. Die ÖVP ist extrem nervös, weil die schon so viele Briefe kriegt. Man kann immer in seiner Heimatgemeinde, ich glaube, wir geben den Politikerinnen, weil wir Österreicherinnen sind ein bisschen dazu erzogen, obrigkeitshörig, viel zu viel Macht. Bitte gerade die Jugend überlegen. Die werden von unseren Steuergeldern bezahlt und die werden dafür bezahlt, demokratisch zu handeln. Grundprinzip der Demokratie ist Dialog. Also was der Kurz macht, ist nicht demokratisch, weil er spricht mit niemandem. Jetzt kann ich vom kleinsten Politiker bis zum höchsten jeden um einen Termin bitten. Jeden Bürgermeister, jeden Landtagsabgeordneten, jeden Landtagspräsidenten von allen Fraktionen, im Moment hauptsächlich von der ÖVP. Ja? Und das gibt eine Bewegung. Erstens, was kann ich noch machen? Ich kann heute hier aus diesem Zoom-Meeting rausgehen und mir denken, eigentlich ist es wirklich grausam, was da passiert. Das müssen wir unter die Leute bringen und kann mir überlegen, bis zur nächsten Woche, eine Woche, mit welchen zwei Menschen führe ich ein Gespräch über das, was ich heute gehört habe? Und dann vielleicht nicht gerade aus der eigenen Blase gemütlich beim Kaffee, sondern wirklich vielleicht mit der Nachbarin oder mit einer Lehrerin, mit einem Professor an der Uni. Wir Studentinnen haben das Recht, die können das, ein Menschenrechtsthema passt zu vielen Vorlesungen. Ja, es passt zu Klima, sozialen, allen möglichen Geschichtsvorlesungen. Man kann immer unterbrechen und sagen, entschuldigen Sie, Herr Professor, ich habe jetzt eine Frage, was sagen Sie zu dem? Das ist ein Input für die Gesellschaft. Ja? Es geht um Bewegung in der Gesellschaft. Und ich denke, da holt man die jungen Menschen, weil das ist etwas, ich freue mich, wenn man so viele junge Leute schreiben. Das ist ein Wahnsinn, wenn die alle was machen, das ist so eine Hoffnung für mich und schenkt uns Kraft und ich transportiere das auch weiter. Den Menschen in Camp in Lesbos, da gebe ich bitte nicht glauben,
dass die Politik ist nicht das, was wir sind. Es gibt wahnsinnig viele liebevolle Menschen, die jetzt zwar noch so ein bisschen, nenne ich das, in einer Schockstarre verharren, weil sie denken, um Gottes Willen, was kann ich tun? Ich habe keine 1.000 Euro, die ich wohin bringen kann. Ich kann nicht nach Lesbos fliegen, weil ich entweder Kinder oder habe einen Beruf oder so. Jeder kann was machen. Stellen wir uns vor, 9 Millionen Menschen sind wir in Österreich, wenn die Hälfte davon eine Stunde in der Woche in ihrem persönlichen Art und Weise, das kann anders sein als bei mir, vielleicht nur die Oma anrufen, Oma, weißt du das, was da passiert? Zum Beispiel, ja, die erzählt es wieder ihrer Kartenspielfreundin. Bewegung schaffen. 4,5 Millionen Personen, jede Woche eine Stunde. Man stelle sich vor, was da Bewegung kommt. Wenn es wer größer will, bitte, man kann mich googeln, Doro Blanke, wir haben eine Homepage, man kann mich anschreiben. Wir freuen uns auch, wenn Leute im Sommer, Corona wird es Reisen eh nicht so möglich machen, zum Beispiel sagen, wir wollen 2 Monate Volontärarbeit machen, dort mit euch mitarbeiten. Also das ist ein Ehrenamtsjob, aber wir zahlen den Flug und die Unterkunft. Und man lernt ganz viel auch, auch ich täglich, wenn ich auf Lesbos bin, von anderen Menschen. Man trifft interessante Menschen. Man sieht auch einmal die Realität, auf welcher Menschenrechtsbasis baut Europa seine angebliche Freiheit. Das ist eine interessante Erfahrung. Kann man auch machen. Man kann auch alle Medien anschreiben und schreiben, ich bin Gies, ich zahle Gies. Für den ORF, ja? Bitte sind zu lieb und bring uns das Thema. Wir vergessen unsere Mächte. Mächte kann man für gute Dinge verwenden. Man kann als Pfadfinder zum Beispiel sich zusammentun mit anderen Jugendorganisationen und sagen, jetzt machen wir Aktionswochen. Das geht auch in Corona. Augarten, Graz, 2 Meter Abstand, wenn dort 200 Jugendliche stehen und sagen, wir wollen das nicht, das reicht schon. Es gibt eine Bewegung. Da schreibt die Presse drüber. Man muss da diese Dinge. Und man kann auch, also von der Jugend erwarte ich es nicht, weil die sind alle knapp mit Geld, aber man kann den Eltern sagen, schau, da ist ein toller Verein, schau mal nach, was die machen. Kann man auch was überweisen. Es ist nachvollziehbar, was wir tun. Wir berichten es auf allen Social-Media-Kanälen. Also ich glaube, das Geld ist gut bei uns aufgehoben und kann man auch machen. Lehrer, ich weiß nicht, habt ihr Leute, die an der pädagogischen Hochschule sind, mit den Kindern reden. Ich meine, man braucht, kann die Kinder nicht so, wie wir jetzt reden, ja? Aber in Kindsprache. Sagen, weißt du, es gibt leider, ich habe Zeichnungen von Kindern aus Tirol bekommen, die haben Froschteich gemalt mit vielen kleinen Fröschen rundherum. Und haben gesagt, ich soll das den Kindern im Camp schenken. Ich habe das gemacht, mit Dolmetschern. Und diese Freude, man glaubt das nicht, so ein Kind aus Afghanistan, wenn ich sage, schau, da ist ein Kind in Österreich, das denkt jetzt gerade an dich, das hat für dich die Zeichnung gemacht. Das Kind hat bis heute diese Zeichnung in diesem Camp. Zur Wurzel dreckig wurscht. Ja? Menschen begegnen, wir sind Menschen. Denkt man nicht zu technisch, denkt man Menschen. Da ist einiges möglich. Das kann man machen. Danke für den Überblick, was möglich sein kann und irgendwie ein bisschen, dass wir auf unsere eigenen Kräfte vertrauen sollten. Eine Frage ist noch gekommen, hat noch niemand gegen die Zustände geklagt? Den Haag? Fragezeichen, wo sind die findigen Juristinnen? Magst du irgendwie was dazu sagen? Ich kann sonst auf einen Podcast verweisen, der genau das anspricht, den verlinke ich euch gern rein. Da geht es im konkreten Fall um Pushback-Fälle, wo der Juristin drum annimmt, ehrenamtlich, um die irgendwie durchzukämpfen, es aber sehr aussichtslos scheint, irgendwie dagegen vorzugehen, auch gegen Menschenrechtsverletzungen in den Lagern selbst, weil das also ganz komische Läufe nehmen muss und über Militärgelände gehen muss, weil es Militärgelände ist und, also sehr komplexe Dinge, verlinke ich dann vom Podcast. Dann ist nur eine Frage gekommen. Also ganz kurz kann ich ganz was dazu sagen. Es ist deshalb schwierig, man kann nicht pauschal klagen. Es muss eine einzelne Familie, ich habe einen Rechtsanwalt, der hat mir das angeboten,
Leuten. Wenn eine Familie ihm die Vollmacht übergibt, dann geht er bis auf seine Kosten bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo er klagen wird. Ja. Man darf jetzt aber eins nicht vergessen, solche Verfahren dauern 4 bis 5 Jahre. Ja. Also das ist wichtig, dass das gemacht wird. Das werde ich ihm auch liefern, die Familien, die ihm da die Vollmacht geben, weil es für die Vision wichtig ist, aber im Moment hilft es niemandem. Ja, also genau, das kommt in dem auch vor, dass eben personenbezogen ablaufen muss. Das Problem war aber da, dass das Militärgericht von Anfang an die Klage zurückweist und gar keine Bearbeitung zulässt und dann ist der Instanzenlauf gar nicht möglich. Also es sind sehr absurde Konstrukte, die da entstanden sind, ja, um das irgendwie abzuwehren, dass da Personen klagen können. Und ja. Am effizientesten wäre, wenn ein Mitgliedstaat, und das könnte Österreich sein, und da könnte die Pfadfinder zum Beispiel eine Bewegung starten, einen Aufruf, dass man österreichische Politikerinnen dazu drängt, als Mitgliedstaat Griechenland zu verklagen wegen Menschenrechtsbruch. Das geht. Wird Österreich natürlich als Letztes machen, aber man kann zumindest die Stimme erheben, dass man das will. Weil eines muss ich schon sagen, der Kanzler ist eitel. Und der Kanzler hat am Anfang, und davon spricht jetzt niemand mehr bei der ÖVP, bitte, das, man muss das realpolitisch auch verfolgen, am Anfang der Größenwahn, die Mehrheitsgesellschaft will das. Man hört nichts mehr von Mehrheitsgesellschaft. Ja? Das sagt er selber nicht mehr, weil er ganz genau weiß, gerade in dieser Frage, es gibt sicher ganz viele Menschen, die werden wieder ÖVP wählen. Aber gerade in dieser Frage, und das weiß ich, weil ich mit vielen ÖVP-Parteimitgliedern auch im Gespräch bin, sind die Leute sehr, sehr unglücklich mit dieser Entscheidung, die aus dem engsten Kreis vom Bundeskanzler kommt. Ja? Und da Druck zu machen und weiter zu fordern, das ist, wir lassen uns oft einschüchtern von dem, was bringt denn das ich alleine? Das denken sich andere auch. Wenn ihr auf Facebook schreibt, Juhu, ich habe heute das Bundeskanzleramt geschrieben, wer macht mit? Kommen vielleicht wieder 10 dazu. Sonst schreiben wir auch jeden Blödsinn auf Facebook. Ich war heute Kaffee trinken, jetzt während Corona nicht, aber sonst. Also man könnte auch mal schreiben, ich habe heute dem Bundeskanzler einen Brief geschrieben. Und da muss jeder Brief beantwortet werden. Man kann auch den Bundespräsidenten schreiben. Die Pfadfinder könnten den Bundespräsidenten einladen und sagen, wir hätten gerne ein Zoom-Gespräch mit Ihnen, Sie sind der Bundespräsident. Was sagen Sie zu diesen Zuständen? Wir finden das inakzeptabel. Dann würde er sagen, ja, das obliegt dem Innenministerium auch, die Asyl- und Migrationsgeschichte. Ja schon, alles gut und recht. Aber er ist, trotzdem ist er der oberste Mann im Staat. Man kann ihn zu einer Diskussion einladen. Immer wieder, nicht nachgeben. So, ja, ich habe es jetzt gerade nochmal in den Chat reingeschrieben. Also, liebe Teilnehmerinnen, damit nicht nur der Paul und ich da die Fragen stellen, ihr könnt auch wirklich gerne selber Fragen stellen. Ihr müsst dazu nur kurz auf das Handheben drücken und dann würden wir euch dazu schalten. Ansonsten würde jetzt noch die Frage von der Isabella vorlesen. Du bist seit Jahren für die Menschen aus anderen Ländern tätig und aktiv. Wie bewertest du das zivilgesellschaftliche Engagement und auch die Politik über die letzten Jahre? Das Lager auf Lesbos wurde im Jahr 2017 gegründet. Wie konnte es so weit kommen und wie können wir es schaffen, dass der Aufruhr groß genug wird? In Teilen ist es beantwortet worden mit dem Aktivwerden vorher. Aber ja, eben das zivilgesellschaftliche Engagement und die Politik der letzten Jahre. Was sind da deine Wahrnehmungen dazu? Kann ich meine persönliche Meinung dazu sagen? Also 2015 war ich selber ehrenamtlich an der Grenze in Spielfeld tätig, als Opfer unseres Vereins damals. Ohne Zivilgesellschaft wäre gar nichts gegangen. Ja? Also die Politik versagt ja im Prinzip bis heute. Sie reden von Integrationsprogrammen mit erhobenem Finger. Also bitte, da ist jetzt die Jugend bei mir. Wenn ich zuerst sage, ihr müsst, man lacht, jeder Junge denkt sich, ja, hast du schon recht, kannst du uns erzählen. Ja? Integration ist eine Gegenbewegung. Das hat die Politik schon einmal nicht kapiert. Da geht es auch los. Aber 2015
vollkommene Überforderung, egal wo man hinschaut, ob es in Salzburg war, ob es in Wien am Hauptbahnhof war, ob Nickelsdorf war, ob Spielfeld war, Dreiskirchen war. Überall hat die Zivilgesellschaft geholfen. Und damit möchte ich jetzt nämlich sagen, das ist ein Bild von Österreich. Das sind wir. Ja? Also auch nicht glauben, weil der Kanzler sagt, wir emotionalisieren die Debatte. Ne? Menschen sind emotional. Wenn in meiner Nachbarschaft oder der Mann meiner Freundin oder Kind stirbt, dann bin ich nicht kühl wie er und sage mein Beileid und wende mich ab. Dann zeige ich Emotion. Das macht das Zusammenleben aus. Und das kann unsere Zivilgesellschaft. 2015 wäre alles zusammengebrochen, wenn es die Zivilgesellschaft nicht gegeben hätte. Auch die ganzen Integrationsbegleitungen. Alle Leute, die irgendwo in einer Zeitung aufscheinen, super Erfolg dort. Ich meine, ich habe ja auch solche Leute bei uns. Bitte, der eine ist Arzt im Spital, wird dauernd vom ORF oder einer Zeitung interviewt. Der andere ist Musiker, der andere studiert Just, der andere macht gerade eine Metallbaulehre fertig, soll jetzt dann abgeschoben werden und in Afghanistan Metaller und Dreher und Fräser sein. Also alles überwitzig. Aber ich sage nur, all diese Sachen waren nur möglich durch die Zivilgesellschaft. Österreich als Staat hat viel geleistet. Wir haben viele Leute aufgenommen, das muss man sagen. Wir haben denen Unterkunft. Also die Politik hat es, der Christian Konrad hat es dann, hat man die Bundesregierung gerettet. Die haben nicht einmal gewusst, wo sie es unterbringen sollen. Ja? Aber bitte, kann man der Politik anschreiben. Wir haben viel geleistet, auch als Staat. Wir haben den Unterkünften den Menschen auf den Schutzsuchenden geboten. Sprachkurse, Grundversorgung, medizinische Versorgung, ja. Aber jetzt, es geht ja nicht darum, wir schreien ja nicht, bitte nehmen wir noch 100.000 Flüchtlinge auf, wäre auch kein Problem für Österreich. Könnte man managen, wenn es die Politik will. Und die Unterkünfte werden ja nach wie vor noch gemietet. Also. Bitte, wir zahlen, ja, wir zahlen insgesamt Millionenbeträge für leerstehende Häuser und dort leben die Kinder im Dreck. Ja. Also ich, ja genau, wir sind schon geschichtlicher Multi, genau, das ist so. Ich meine, ich muss ja immer lachen, ja, schreiben mir Leute, das Lustigste ist, die Leute, die sich am meisten beschweren, haben einen Namen, der schon darauf hinweist, dass ihre Vorfahren woanders herkommen, ja. Ich sage, bitte, wer ist denn, was ist denn Österreich? Österreich ist ein Multikulti-Land, dafür sind wir berühmt auch geworden, für unsere Gastfreundschaft, für unsere doch auch, obwohl wir gar nicht so südländisch sind, aber auch gemütliche Feierseele, das kommt ja von irgendwo. Ja? Wir waren immer schon interessiert an Austausch mit anderen politisch und die Frage war rein populistisch Stimmen fangen. Die FPÖ hat es begonnen, der Kanzler hat es übersehen und wollte nach der Wahl gewinnen und ist halt noch rechter geworden. Und sie dachten, die muss man jetzt alle zurückholen. Und das ist auch etwas, was ich bitte sagen möchte von Menschen, die sich nur ein bisschen für Politik interessieren. Und das sollte jeder, der ein Kreuzerl macht, einen Wahlzettel. Ja? Keine Wahlprogramme lesen, weil die werden eben hier eingehalten, die versprochen werden, sondern nur auf die Menschen schauen, die das vertreten und wie vertreten es ist. Und im Moment macht der Bundeskanzler keine Politik für Österreicherinnen und Österreicher, weil es wollen mehr Menschen, dass auf Lesbos geholfen wird, als nicht in Österreich. Das ist schon einmal klar. Der macht jetzt gerade Politik für 220.000 FPÖ-Wählerinnen, damit er die behält. Und das finde ich eine Frechheit in einer Demokratie. Und dann kommen die Drohgebärden, das ist mir jetzt auch noch wichtig, weil wie schätze ich das politisch ein, vom Koalitionspartner, der sagt, wenn ihr jetzt protestiert und wir lassen das kappen, dann kommt blau-schwarz, dann stellt die Frage, was ist denn dann schlimmer? Das Asyl- und Migrationspaket ist genau das, das der Kickl geschrieben hat, wurde übernommen. Und ich glaube auch, dass dieser Koalitionsbruch früher oder später sowieso kommt. Ja? Und wir sind eine Demokratie, kann wieder jeder wählen, was er will, aber ich glaube, dass das dann spannend wird. Und das glauben viele Menschen, nicht nur ich. Aber ich denke mir einfach, wir dürfen uns nicht so sehr ins Realpolitische reindrängen lassen. Auch die Politiker, der hatte nicht Integration und Migration, hat der Mensch nicht gelernt.
Dieser Mensch, der muss eine Entscheidung treffen, eine Visionäre für ein friedliches und gutes Zusammenleben. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich baue eine Mauer rund um Europa, es wird nicht funktionieren. Ja, der ist jetzt ein bisschen über 30, der macht jetzt eine super Karriere noch als Bundeskanzler, dann geht er in die Wirtschaft, lässt sie teuer bezahlen. Das muss man sich überlegen als Wählerin. Nein, das will ich nicht. Der kann schon viel verdienen, ist okay. Wir wollen eine gute Gemeinschaft. Wie können wir in Zukunft gut miteinander leben? Dass Migration und Asylsuchende eine Herausforderung ist, das stimmt, das gebe ich zu. Es ist nicht alles Ei und lustig. Ja? Ist eine Herausforderung, aber auch mit unserer Gesellschaft, die hier geboren ist, haben wir auch Herausforderungen. Auch mit mir hat Österreich Herausforderungen gehabt. Ich glaube, es ist normal. Ja? Es ist immer nur die Sache, wie viel Herz, wie viel Hingabe widme ich am Thema und wie wirklich sachlich und effizient möchte ich es lösen. Und diese rein populistische Politik auf grausamste Kosten von Menschen, die ihr, ich sage es bewusst, später werdet ihr stehen und sagen, bei Veranstaltungen nie mehr wieder. Lassen wir Menschen im Mittelmeer trinken, nie mehr wieder. Lassen wir kleine Säuglinge, ich habe einen 2 Tage alten Säugling, in eine Dreckdecke ohne irgendwas. Kein Flaschall, keine Pampers, die Mutter keine Milch gefunden. Ihr werdet stehen, nicht ich. Ich bin ja schon weg, habe die Welt schon verlassen. In 50, 60 Jahren werdet ihr stehen und sagen müssen, nie mehr wieder erlauben wir das, dass das an Europas Außengrenzen so zugeht. Das darf man nicht vergessen. Und darum erlauben wir das denn nicht, wählen wir solche Menschen nicht. Wählen wir sie nicht. Oder fordern wir, wenn sie jetzt im Amt sind, andere Lösungen. Das ist unser Recht. Wir sind Österreichs Staatsbürgerinnen. Die werden von uns bezahlt. Die erwirtschaften sich das Geld nicht selbst. Das ist unser Steuergeld, von dem die sehr gut leben. Und dafür müssen sie Visionäre, auch das Klima. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Irgendwann werden dann alle schreien, jetzt ist 11:55 und jetzt müssen wir alles anders machen. Das betrifft euch und eure Kinder, mich nicht mehr so stark. Fordern. Die Leute sind dafür da, die wurden gewählt und in einer Demokratie, man muss das akzeptieren, wenn eine Partei jetzt die Oberhand hat und die sagt, im Moment nehmen wir keine neuen, also wir nehmen jetzt nicht Resettlement-Programm ist traurig, aber wahr. Aber das sichere Flucht, wenn jemand sagt, ich bekämpfe Schlepperei, dann ist das unglaubwürdig, wenn er keine sicheren Fluchtwege schafft. Also das so intelligent muss eine Österreicherin sein. Das, weil ich kann nicht sagen, du musst morgen Auto fahren und du hast noch nie ein Auto gesehen. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich bekämpfe die Schlepperei, aber schaffe keine sicheren Fluchtwege. A gehört immer B. Und das müssen wir lernen, zu überprüfen. Das ist deren Job. Machen die ihren Job richtig? Nicht nur bla bla in der Kamera und strahlen und auswendig gelernte Sätze, vollkommen uninteressant. Interessiert niemanden mehr. Ja, Dora, danke vor allem für diese starken Worte. Ich glaube eh schon fast zum Schluss. Außer es gibt noch irgendwelche Fragen, im Chat ist jetzt nichts mehr gekommen. Möchte nur irgendwer vielleicht die Hand heben? Nein. Dann möchte ich mir vielen, vielen Dank sagen, Dora, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt hebt nur wieder die Hand. Moment. Das freut mich jetzt aber schon, dass da jetzt wer ermutigt ist und eine Frage stellt. Das finde ich schön. Wer war das? Die Isabella. Guten Abend, ich wollte nur beweisen, dass ich alles Halstuch trage. Super! Und danke für die Beantwortung der Frage. Mir würde das Abschluss nur interessieren, von welcher Welt du träumst. Wir träumen, also ich träume von einer Welt, wo man zumindest jedem Wesen, das hier auf unserem Planeten lebt, eine Wertschätzung und einen Respekt entgegenbringt. Von dem träume ich. Wir sind weit davon weg. Ja? Aber mein Traum ist wirklich, dass wir auch sagen, wir persönlich, wir lassen es nicht mehr zu, dass Kinder vor Hunger sterben müssen.
Das wäre nicht notwendig. Wir wissen das. Ja? Von dem träume ich. Und ich träume immer von der Liebe zwischen den Menschen. Weil ich glaube einfach, dass sagen zwar Kolleginnen, du darfst nicht über die Liebe reden, weil da denken sie wieder an was anderes. Nein, das glaube ich gar nicht. Die Liebe zwischen Menschen, das ist der Motor. Ja? Ich meine, das, was ihr macht, wenn ihr Gruppen leitet, wo ich mache es ja nicht, damit die Feier machen lernen, ist ein Blödsinn. Ja? Das ist ein schöner, ich war bei dem Pfadfinder, ich weiß, wie es geht. Aber das ist ein schöner Nebeneffekt. Da hat man halt dann seine Dinge, die man in diesen Gruppen macht. Im Prinzip geht es um Menschenliebe. Wir verbringen Zeit miteinander, wir wertschätzen uns, wir begleiten junge Menschen, wir machen Fehler dabei. Ja, wir gestehen diese Fehler auch ein, aber wir wünschen uns, und von dem träume ich, dass wir uns wünschen, dass es den Menschen auf dieser Welt gut gehen kann. Das ist mein Traum. Ja, danke schön. Ich danke. Ja, danke Isabella. Wir haben jetzt noch eine Hand oben, Cecilia. Du wirst Schau. Jetzt gleich befördert. Schön. Bitte schreibt es rein, dass ich den Menschen auch danke. Ich kann nicht, wenn ich reinschreibe, habe ich die Hand vor dem Ding, weil ich mit dem iPad bin. Aber wenn ich das lese, vielen Dank. Ich danke jedem, der da ist, von Herzen. Ja, hallo. Hallo, ich habe eigentlich keine Frage. Ich bin nur bei den Pfadfindern auch gewohnt, dass es nicht so anonym ist. Und bin selber Lehrerin, und weiß, wie komisch es ist, wenn man einen leeren Bildschirm spricht. Und ich wollte einfach nur mich bedanken. Es war total interessant. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich zuhören soll, weil ich selber immer sehr unerträglich finde, nicht von der Rede, sondern das alles zu hören und sich dem zu stellen. Aber man muss sich das anhören und auch wenn es hilflos macht, aber darum danke auch für deine ermutigenden Worte und den Pfadfindergedanken, nämlich, dass es möglich ist, irgendwie eine bessere Welt zu leben. Auch wenn es, weil ich finde, es ist echt so schwierig bei dem Thema, aber irgendwie, wenn es viele Leute interessiert und viele Leute das weitersagen und mit dem nicht mehr einverstanden sind, dann ändert man vielleicht doch eine Kleinigkeit. Also vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für den Beitrag und ich muss ja auch sagen, schau. Also darf ich du sagen? Ja, ich klar. Ich bin die Doro. Also danke für diesen Beitrag, weil das ist jetzt nämlich der Beweis für das, was ich gesagt habe. Ja? Man hat, ich verstehe das total, weil jedes Mal, wenn ich nach Lesbos fliege, fürchte ich mich auch wieder. Wir sind Menschen. Das ist der Elend, das man anschauen muss. Und ich verstehe Menschen, die dann sagen, ich kann das nicht mehr. Ja, ich fühle mich hilflos und so. Aber jetzt hier zu sein, es war relativ, auch wenn es traurige Themen waren, aber trotzdem auch eine schöne Gemeinschaft. Du hast dir den Ruck gegeben, du hast gesagt, soll ich mir das überhaupt anmachen? Hast den Ruck gegeben, denkst du jetzt, ja, ich habe auch ermutigende Worte gehört. Also der Beweis, es geht in kleinen Schritten. Es muss nicht jeder nach Lesbos fahren. Es muss sich auch nicht jeder die Bilder anschauen. Jeder erträgt es nicht. Aber ich denke mal, und wenn ich nur jeden Tag, ich bin auch manchmal ein bisschen kindisch, wenn er jeden Tag einschlafe mit dem Gedanken, eines Tages wird mir irgendjemand einfallen, mit dem ich in Liebe über dieses Thema reden kann. Und es kann 5 Jahre dauern. Aber das macht was mit uns. Ja? Und diese Energie strahle ich dann auch aus, nämlich die Liebe und die Wertschätzung für Menschen. Und ich denke mir, das ist ein Beitrag zur Welt, besser machen. Also danke, dass du dich entschieden hast, zuzuhören. Und dass du da bist, von wo bist du, Tirol? Oder? Nein, auch Vorarlberg, ich habe dasselbe halt wie der Marco, genau. Ah ja, Vorarlberg, hallo. Also liebe Grüße nach Vorarlberg. Dornbirn schlägt 13, war super Aktion, war ich ja zugeschalten. Aus Lesbos, ja. Aber danke fürs Kommen und für den Beitrag. Dann hat der Jonas auch noch die Hand erhoben. Schau, jetzt trauen sie sich alle, die Frauen müssen vor. Das ist es, jawohl, die mutigen Frauen und jetzt kommen alle, sehr gut. Ich hätte nur eine Frage. Ja, gerne. Ich kann mein Video gerade nicht starten, irgendwas funktioniert mit meiner Kamera leider gerade nicht.
Da müssen wir einen Techniker rufen, der stellt dich zu, hat er gesagt. Wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass ja, dann, ich kann es probieren, ja. Aber bei mir funktioniert es die ganze Zeit nicht. Mhm. Aber, ja. Du hast eine angenehme, freundliche Stimme. Das kann sein. Die Kamera muss Gefühl, du sonst freigeben, du kannst einfach so. Genau, also auf unserer Seite ist die Kamera freigegeben. Ich kann nur mal kurz was probieren. Also wenn ich dir jetzt Tipps gebe und meine Tochter hört zu, wie du da die Kamera einstellst, hast, dann zwutelt sie sich wahnsinnig. Weil ich kann das auch nicht. Aber ich weiß mittlerweile, wie es geht. Hast du auf deinem Kamerasymbol das rote Dingel? So einen roten Strich, ja. Ja, da musst du jetzt drauf gehen und dann tust du es aus. Also wenn du drauf tippst, bist du mit dem iPad oder mit dem Computer? Mit dem Computer. Geh mal darauf mit der Maus. Das ist ja das, mir hast du einen Fehler. Hast du überhaupt eine Kamera schon? Ja. Ah. Naja, aber dann sprechen wir so miteinander, oder? Ja. Also meine Frage, wie geht man damit um, wenn man das in dem Lager sieht? Was ist das für ein Gefühl, wenn man diese Armut sieht, wenn man diese Menschen leiden sieht? Wie geht man mit dem Gefühl um? Man weint auch einmal. Man lässt die Trauer auch einmal zu. Das ist eine große Debatte, die ich auch mit Psychologinnen habe. Da gibt es jetzt Psychologinnen, die sagen, das ist richtig. Da gibt es Psychologinnen, die sagen, nein, das ist alles viel zu nahe. Ich bin dankbar, dass ich die Gefühle nur haben darf. Also die ersten Tage, ich weine oft. Also nicht dauernd, ich leiste auch viel und kann auch viel arbeiten. Und was ich mir aber auch suche, und das gibt es auch in den kleinsten, ärgsten Gegenden dieses Camps, es gibt immer irgendwelche Liebesmomente. Und die suche ich mir auch. Zum Beispiel, das Baby, das, also ich schildere es jetzt, damit man es nachvollziehen kann, das Baby, das ich damals gefunden habe, im Schmutz, mit einer schmutzigen Deckelnacker drinnen, das hat mich extrem schockiert, das Mutter auch. Also das war für mich ein Wahnsinn. Aber es ist sehr viel geweint. Und jedes Mal, wenn ich wiederkomme, besuche ich diese Familie. Und das Baby hat mittlerweile alles, was es braucht. Also wir sorgen dafür, dass es immer wieder kleine Kinder wachsen, schnell das passende Gewand kriegt. Die Mutter ist dadurch entlastet. Genug Windeln, Thermoskanne geschickt. Also gebracht auch, und wenn ich nicht dort bin, frage ich Kolleginnen, ob sie die Familie betreuen. Und jedes Mal, wenn ich hinkomme, ist es so wie König der Löwen, steht der Vater oder die Mama da und hebt das Baby und hebt es mir strahlend entgegen. Das sind Liebesmomente. Und an denen nähere ich mich auch. Und dann nähere ich mich auch dran, wenn meine Kinder mir anrufen am Abend und mir fragen, wie es mir geht. Es gibt viele Liebesmomente im Leben auch. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das Leben ist von dem Tag weg, bevor wir geboren worden sind, seit die Welt existiert, ist Trauer und Schmerz ist beisammen. Trauer, Schmerz und Freude ist beisammen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man auch beides sehen und erleben darf, das ist für mich persönlich sehr wichtig. Also ich weine, alles hat seine Stunde nach dem Prinzip. Es gibt die Zeit des Trauerns und des Lachens. Und dann muss ich sagen, tröste ich mich schon ein bisschen mit Selbstwertschätzung, weil ich mir denke, gut, ich bin da. Ich versuche mein Bestes. Ich bin da, um diesen Menschen die Einsamkeit, dieses Abgeschottetsein mit anderen. Es gibt natürlich andere Volunteers und NGOs. Aber ich bin da. Ich mache etwas dagegen. Und genauso kannst du dir denken, ich schreibe Mails, ich mache was. Und ein schönes Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund und der lächelt dich an und sagt, oder sie, danke, dass du mich informiert hast. Ein Liebesmoment, ein Begegnung zwischen Menschen, wo man sich versteht, tröstet auch. Das kann ich nur dazu sagen. Jonas, magst du nur was dazu sagen oder ist das ja für dich? Ah, aber ich sehe das ungefähr genau gleich. Ich sehe das. Also das, ich würde es auch mit diesen Gefühlen verbinden. Wann ich selber dort war.
Also das würde der Jugend ja gern sagen. Weil die Politik versucht ja, natürlich brauchen wir alle Situationen, wo wir ganz klar strategisch, das habe ich auch unten, wenn wir überlegen müssen, mein Kollege und ich, wir brauchen für 2000 Familien, Familienpakete, 15 Kilo Lebensmittel, dann kann ich natürlich nicht kichernd oder weinend herumstehen, das ist beinharte Logistik. Ja? Das braucht es auch, diese Momente. Aber die Politik, die will ja uns sagen, also wenn wir mal ein bisschen schärfer reden oder mal lachen oder über die Liebe reden zwischen Menschen, dann sagen viele Politikerinnen, das geht gar nicht. Viel zu emotionalisiert. Das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das ist die Grundlage unseres Menschseins. Und das bitte ich die Jugend immer. Wir sind nicht schwach, wenn wir weinen. Und wir sind auch nicht überlustig oder hysterisch, wenn wir mal wirklich fröhlich lachen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und das ist immer mein Appell an die Jugend. Bitte lasst euch das nicht nehmen. Das ist wirklich wichtig. Die Politik, die forciert das. Weil natürlich Menschen, die sehr diszipliniert sind, die gewohnt sind, ihre Trauer, aber auch ihre Freude zu unterdrücken, die nicken natürlich auch leichter Ja zu allen Entscheidungen. Also Emotionen zeigen, das gehört zum Menschsein. Okay. Oh, jetzt haben wir doch eine Kamera. Wow, schau. Jetzt ist eine Kamera da. Bist du noch da? Ja. Schau, wie schön, grüß dich. Jetzt haben wir noch zwei Hände oben. Aber der Kali und der Stefan. Ich schaue kurz, dass der Kali das Wort jetzt nochmal kriegt. Und dann nur der Stefan und dann werden wir das Ganze abschließen. Außer bitte, es Kali. Hebt nur wer eine Hand. Das oder es hebt nur wer eine Hand. Ja, das wäre dann nicht fair, wenn man es nicht... Ah, die Kali. Die Kali, grüß dich. Hallo. Hallo. Und zwar, ich gehe Barkeep, ist ein elementarpädagogischer Bereich und ich habe mir jetzt halt gedacht, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Kinder relativ so schnell wie möglich vorbereitet werden, dass sie dort einfach mitarbeiten können. Also so wie du zum Beispiel vorher die Bilder gezeigt hast mit diesem Wasser, das wird wahrscheinlich von jedem die Aufgabe sein, dass das weggeschöpft wird. Aber was passiert mit den Kindern, die irgendwie so gerade die Grenze haben, die jetzt nicht irgendwo mitarbeiten und aber auch nicht mehr Säugling sind, das immer irgendwie dabei hat? Gibt es da irgendwer, der sich um die kümmert oder Gotten, die sich da sammeln? Oder? Ich meine, was man dazu sagen muss, die Leute kommen aus einem anderen Kulturkreis. Also mir fällt immer wieder auf, bei uns, wenn ein Kind allein am Spielplatz rennt, dann rufen die Leute Polizei und sagen, das ist jetzt ein Kind alleine, statt dass sie mal schauen, wo die Eltern sind. Ja? Dort, wenn ein Kind alleine ist, wird sofort das Kind aufgehoben, wie wenn es das eigene wäre, wird versucht zu eruieren, wo ist es? Ich wundere mich immer über den Orientierungssinn der Kinder, weil das sind tausend Zelte. Und die Mütter können, denn die sind nicht fahrlässig, die können denen nicht nachlaufen. Weil die Zelte, wir haben das gesehen, die sind so eng beieinander, die Kinder schlupfen da unter die Dinge durch. Du kannst das Mutter dauernd über diese Schnüre und die Kinder laufen, sind da weg. Und die finden auch immer wieder heim. Aber die Kinder haben im Prinzip nichts zu tun. Ja? Die spielen dann mit Steinen oder mit Murmeln. Es entstehen kleine Gruppen von Kindern. Es entstehen auch, wir haben auch sehr gefördert. Ich habe mehrere kleine Schulen, sage ich jetzt. Das muss man sich aber sehr niederschwellig vorstellen. Da waren aus allen verschiedenen Ländern halt Menschen, die Leute haben ja vorher ein Leben gehabt, einen Beruf. Und da sind halt auch Lehrer und Lehrerinnen. Und es sind einige von uns zugekommen und haben gesagt, total niederschwellig, man könnte sie uns Notebook bringen. Notebook, ja, Hefte wollten die, ja. Die haben 6 Kinder unterrichtet in einem kleinen Zelt. Dann hat sich das verbreitet, ja, dort auch 6 oder 7 Kinder. Es dürfen maximal 6 bis 7 beisammen sein wegen Corona. Ja, ein Lehrer hat dann mich gebeten um Decken und um Holz. Das haben wir ihm dann irgendwie zukommen lassen. Der hat dann einen Tisch gezimmert mit einer Decke drüber. Und da sind dann 6, 7 Kinder gesessen. Dann hat er gesagt,
Gibt es irgendwo Rubikwürfel? Die Kinder würden gerne mit den Rubikwürfeln spielen. Gibt es Foto auf meiner Homepage? Dann haben wir Rubikwürfeln gekauft. Es war die Sensation, also so ein bisschen. Ja? Mhm. Aber es gibt nicht in dem Sinn, und ich muss auch sagen, ich bin ja sehr gespalten auch gewesen, wie SOS Kinderdorf angeboten hat, dort zu arbeiten. Die haben dann eh gleich gesehen, dass das nicht geht. Ja? Was mich auch gestört hat, ist das Populistische, dass der Kanzler kurz vor Weihnachten das 24. Advent die Zäckchen auf, damit wir alle das katholische Österreich jetzt brav und gemütlich Weihnachten feiern können. Wir haben unsere Schuld getan, wir schicken jetzt SOS Kinderdorf für die Kinder. Es funktioniert nicht, das haben die selber einsehen müssen. 30 Kinder von über 2000 Kinder werden jetzt täglich abgeholt, in das Containerdorf gebracht, dort bespaßt und kommen wieder zurück. Ja? Prinzipiell finde ich die Arbeit von SOS Kinderdorf großartig, muss ich dazu sagen. Jedes Kind, das eine Viertelstunde Freude dort hat, freuen wir uns mit. Aber es ist politisch. Die Kinder gehören dort hinaus. Die liegen in der Nacht, im Dreck, in der Nässe, in der Kälte. Meine oberste Priorität sollte sein, dieses Kind zu evakuieren, nicht dort eine Schule im Dreck zu installieren, wo nicht einmal genug Toiletten vorhanden sind, dass die Kinder aufs Klo gehen können. Das ist. Aber die Kinder sind, also wir wundern uns auch, wie relativ wenig passiert. Ja, also da fahren Riesen, das ist eine mega Baustelle, das Ganze. Man muss, also wenn man ein bisschen auf meiner Facebook-Seite Doro Blanke googelt oder sucht, da sieht man auch Filme oder so. Also eine mega Baustelle, da fahren Riesen LKWs mit Trinkwasser, mit Containern, die fahren einfach. Ja? Also wo am Anfang weil nur damit beschäftigt, Angst zu haben, dass kein Kind zusammengeführt wird. Aber man gewöhnt sich dann dran. Die rennen da herum, dann reißen wieder 5 Kinder kleines. Achtung, da kommt ein Traktor oder ein LKW. Also das ist so eine andere Welt und das ist auch etwas, was mich bestürzt. Ja? Da stehen hunderte Polizisten herum. Dass da keiner dieser Polizisten seinem Vorgesetzten schreibt und sagt, Entschuldigung, so geht's nicht. Ja? Wenn die Leute alle so am engen Raum zusammenwohnen und diese Hygienestandards ja auf keinen Fall eingehalten werden können und Menschen widrig sind, wie lange wird es dann brauchen, dass da mal wirklich irgendwas reinfährt und dann, weiß ich nicht, das halbe Camp irgendeine Krankheit hat, eine Infektion hat oder was passiert dann? Da fühlt sich dann auch wieder keiner zuständig. Na, es ist so, dass die Leute irrsinnig, ich meine, bitte ja nicht als Zynismus empfinden, ich sage es aus Herzen, extrem sauber sind. Die Frauen haben im Winter mit dem eiskalten Wasser, ja, ganz rote Hände, jeden Tag die Wäsche ausgewaschen. Ja. Die Kinder, ich meine, die müssen das. Da stehen die Wasserschaffer heraus. Wenn die Kinder hören, dass sie kommen, man muss sich vorstellen, die Kinder rennen im Gatsch und rennen geradeaus in die 9 Quadratmeter. Da schlaft man dann auch drinnen. Ja? Dann sieht man oft schon, dass die Mütter oder die Väter die Hände so rausstrecken beim Zelt. So quasi wartet draußen und dann werden die abgewaschen. Ja? Es gibt viele Krankheiten. Es gibt ganz viele Hautkrankheiten. Es gibt ganz viele Fotos auch auf unseren Seiten, auch bei den Ärzten ohne Grenzen. Das sind Kinder, die wollen sich das Leben nehmen. Das erzählen Kinderpsychologinnen. Ja? Also da muss ich ehrlich sagen, da kümmert ich mich dann weniger um aufgeschundene Haut oder um Zerriss. Das sind Kinder, die wollen sich das Leben nehmen. Die sagen das den Psychologinnen der Ärzte ohne Grenzen. Bitte googeln. Das kann man, die Frau gibt ein Interview, eine Kinderpsychologin, die dort arbeitet. Aber nicht 14-Jährige oder 16-Jährige, wie bei uns, wo man sagt, jetzt haben sie eine Pubertätsdepression. 6-, 7-, 8-jährige Kinder wollen sich das Leben nehmen. Ja, also das ist, es ist alles unkontrollierbar. Ich weiß nicht, was es ist. Also wir haben auch wegen Corona Angst gehabt, weil wir uns gedacht haben, uns wirklich, aber es ist natürlich durch die Kälte, Frischluft, meine ich nicht kein Zynismus. Ja. Es sind dauernd irgendwelche Leute herumgelaufen. Es gibt eine Refugee-Gruppe, die haben dann organisiert Desinfektionsmittel. Alle, die herumgegangen sind, haben die bespritzt auf den Händen und die haben sich dann gewischt.
Ja. Die haben dann auch, jeder, der sich die Hände wascht, kriegt eine Maske. Wir haben selber zweimal, einmal 3.000, einmal 4.500 Masken bestellt und verteilt im Camp. Ja. Es gibt, ja, danke für das Ärzte ohne Grenzen. Also das, da braucht man gute Nerven, wenn man sich die Kinderpsychologen anhört. Ja. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und ich glaube, Lehrerinnen oder Menschen, die in einem Beruf arbeiten wie du, oder das lernen oder so, das kann man nicht. Das ist, also ich habe auch mit Kindergärtnern mit Österreich gesprochen, die können sich es nicht vorstellen. 2.500 Kinder haben wir auch nicht vorstellen können. Ich habe einmal ein kleines Kind gefunden, es war vielleicht ein bisschen über ein Jahr, nichts gesprochen, und hat mir immer an der Hose gehalten. Es hat nicht mehr nach Hause gefunden. Dann habe ich meine Volunteers gebeten, also ich habe gemerkt, es ist ein afghanisches Kind. Ja? Das habe ich sagen können. So viel Erfahrung habe ich. So, jetzt sind alle Sektionen abgelaufen. Plötzlich muss das Kind irgendetwas erkannt haben, weil da wollte es dann runter. Und dann ist es zielsicher auf das Zelt. Wir haben uns dann vergewissert, die Eltern sind eh schon weinend da gestanden. Die finden immer heim und irgendwie, ich meine, es ist auch ein Kind vergewaltigt worden auf der Toilette, ist auch passiert. Der Fall ist bis heute nicht gelöst. Ja? Also ist auch passiert. Aber es ist nicht begreifbar, es ist nicht schilderbar für unsere Verhältnisse. Also bei uns wären die Eltern schon hysterisch, wenn ein Kind auf einen 3 Meter Spielturm am Spielplatz klettert. Ja, Hilfe, komm runter, und macht das Kind noch nervös, dass dann er überfällt und sich den Fuß bricht. Ja. Aber ich sag mal, aber dort, das muss man alles vergessen. Das, also als Österreicherin, ich sage jetzt schon fast bewusst als Europäerin, weil dort herrschen keine europäischen Menschenrechtsregeln. Wenn ich als Europäerin dorthin komme, muss ich alles ausblenden, muss mich einlassen, wie es dort ist und versuchen, damit zurechtzukommen. Danke. Aber ja, ich sage danke. Danke. Wir haben zwei Hände oben. Jetzt einmal, der Stefan hat die Hand gehoben. Bitte. Jetzt funktioniert's. Ja, hallo, hi. Stefan, hallo. Hi, grüß dich. Grüß dich, Doro, grüß dich, Paul, Marco. Erstens danke, Doro, für das, dass du dir da Zeit genommen hast und natürlich für all deinen Einsatz. Es hat mich echt alles irrsinnig berührt. Also es berührt mich alles, was ich da immer sehe und höre. Es ist wahnsinnig wichtig, dass das wirklich breit gestreut wird, und insofern auch danke an Marco und Paul, dass ihr die Initiative da gemacht habt, weil ich glaube, auch bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen braucht es da noch ein bisschen was, die Leute wach zu rütteln. Wir haben ja letztens eine Presseaussendung gemacht zum Thema Lesbos, und da kam auch eine Rückmeldung, dass wir hier nicht für alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen sprechen. Das hat mich sehr traurig gemacht, und ich hoffe, dass wir da auch irgendwann mal alle im Boot haben. Das wollte nur loswerden. Also vielen Dank an euch drei für den echt sehr netten Abend. Also nett. Ich danke für deine Wertschätzung. Ja, es war nett. Das ist genau das. Wir reden auch über die Liebesmomente. Es war nett, weil wir eine schöne Art gefunden haben, uns auszutauschen. Das ist nett. Obwohl wir über ein trauriges Thema gesprochen haben. Wenn ich bitte was dazu sagen darf zu dem E-Mail, das schmerzt natürlich, wenn man das von einer Pfadfinderin oder einem Pfadfinder hört. Wir sprechen ja nicht für alle, können wir eh nie. Ja, weil die Pfadfinder ist eine weltweite Bewegung, es geht gar nicht. Aber ich sage mal. Aber ich denke, wie gehen wir jetzt damit um, ist die Frage. Ja? Und jetzt würde ich vielleicht vorschlagen, zuerst hat man mal einen Zorn, also ich habe bei sowas einen Zorn, denkt man, hey, bitte, was ist denn da los jetzt? Ja? Dann geht man in die Trauer rein, denkt man sich, mal bitte, was ist los?
Und vielleicht kann man da jetzt wirklich die Kommunikation suchen, weil ich merke, dass bei vielen Menschen, ich bin bekannt dafür, ich rede auch mit FPÖ-Wählerinnen. Ich bin der Südsteiermark lebt. Südsteiermark. Da musst du auch mit FPÖ-Wählerinnen reden, weil da gibt es viele. Ja, das waren meine geschätzten lieben Nachbarn. Nur politisch sind wir nicht zusammengekommen, aber die haben sich erfreut an meinem Blumengarten, an meiner Keramik, die waren freundliche Nachbarn. Mein Sohn hat denen Rasenmähen geholfen, alten Damen. So was passiert. Ich glaube, wenn es uns schmerzt, fragen doch wir nach, warum reden wir nicht für dich? Wir respektieren das, aber warum sprechen wir da nicht für dich? Das würde mich jetzt dann, würde mich dann interessieren. Wo liegt der Grund, warum eine Ablehnung da ist? Wie kann man es vielleicht aus dem Weg räumen? Weil ich glaube, da kommen viel zu viel falsche Informationen an. Es wird ja politisch immer gesagt, jetzt überschwemmen wieder die sexbesessenen jungen Afghanen, wollen wieder Europa überschwemmen. In diesem Camp gibt es 1200 Alleinreisende von 7500 Menschen. Und davon sind auch Frauen alleinreisend. Man muss die Leute informieren. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also wenn ich jeden Tag alle Zeitungen lesen würde, was ich eigentlich sollte, aber ich habe schon aufgegeben, was mich ärgert. Und ich habe keine Ansprechpartner, die mich wirklich aufklären können. Ich habe das auch gesehen bei unserem Projekt Let's Cook Together. Ich habe eingeladen 12 junge Afghanen im besten Alter, kochen für Österreicherinnen, na Ausweis. Da am Anfang, da hat sie einfach, ja, was sollen wir? Und wenn die dann was trinken und dann werden sie alle warnen, die können mit dem nicht umgehen. Und was man alles hört von den Afghanen, das sind so schöne Runden geworden, weil man einfach offen auch über diese Ängste, habe ich mit den Menschen gesprochen, ich finde, man muss auch Ängste akzeptieren. Also vielleicht, wenn du eine E-Mail hast, sprichst nicht für alle, vielleicht schreibst du zurück, es tut uns leid, aber bitte, vielleicht wollen wir uns unterhalten. Ja. Das könnte eine Lösung sein. Es gibt auch unverbesserliche Menschen, nur ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dann würde ich vielleicht dann schon einmal die Frage stellen, aber nicht böse, sondern dann würde ich jetzt ehrlich die Frage stellen, was verbindet ihr jetzt mit dem Pfadfinder, weil ich war bei dem Pfadfinder. Und ich weiß, es ist sehr lustig, kampieren und Feuer machen und im Dschungel leben, weil man eh wieder heimkommt, die warme Bauern, ich kenne das alles, aber hohe Wertegemeinschaft. Das muss man sich bewusst sein, wenn man bei den Pfadfindern ist. Und da geht es nicht um Asyl, das muss man die Leute klar machen. Da geht es um Menschenrecht. Und das, denke ich, vertreten die Pfadfinder. Auf jeden Fall. Ja. Aber danke, dass du uns das berichtet hast. Und ich bin mir sicher, vielleicht findest du einen Dialog. Ist auch ein Beitrag für die Menschen auf Lesbos, wenn man für die den Dialog sucht. Ängste muss man ernst nehmen. Muss man echt ernst nehmen. Ich kenne viele junge Mädchen, die haben sich wirklich fürchtet vor jungen Afghanen. Wenn ich da früh die Zeitung aufschlage und da steht drin, ein junger Afghane hat vergewaltigt, dafür hat die FPÖ gesorgt und die ÖVP, dass wenn von 10.000 Afghanen einer eine Straftat macht, dass die in allen Zeitungen, in jedem Radio kommt. Ja? Häusliche Gewalt, die Männer, die österreichischen Männer sind viel brutaler als die Flüchtlinge, die bei uns leben. Also wirklich, die häusliche Gewalt ist eine Katastrophe. Hat man jetzt zum Weltfrauentag wieder überprüfen können. Es waren ganz viele Beiträge dazu. Aber ich sage, das schafft ein falsches Bild. Und dass sich da junge Frauen fürchten, das verstehe ich. Aber ich denke mir, wie können wir es ändern? Wir sind auf der Welt, um Lösungen zu kreieren, um ein gutes Miteinander. Und wenn ihr junge Frauen habt, die einmal junge Refugees kennenlernen wollen. Ich habe mit 200 jungen Refugees gearbeitet. Sind Musiker dabei, Ärzte, Handwerker. Sie können mich gerne besuchen, ich mache Abendessen. Sie können es kennenlernen. Austausch. Weil die jungen Burschen, die haben jetzt die meisten Asyl und die stellen sich jetzt schon langsam die Frage, nach 6 Jahren in unserem Land, jetzt muss ich auch schauen, dass ich nicht traurig werde, wie lange bleibe ich Flüchtling? Die zahlen Steuern bei uns, reden B2 Deutsch.
gehen arbeiten, haben teilweise jetzt auch die Arbeit verloren durch Corona, weil ich in der Gastronomie bin, tätig geworden. Und die große Frage, die sich die Jungs jetzt stellen, ist, wie lange bleibe ich Flüchtling? Haben einen positiven Bescheid. Also kann er gern mit Menschen, die zu uns zugezogen sind, vernetzen. Ihr könnt es einladen. Ja. Danke. Danke sehr. Ich danke sehr. Und Stefan, möchte mich auch noch bedanken für deinen Dank für die Aktion. Möchte aber da noch sagen, dass der Paul und ich da ja jetzt halt heute die Moderatoren sind und dass das ein recht großes Team aus verschiedenen Landesverbänden ist, aus ganz Österreich, das sich da engagiert. Und wir werden den Dank auf jeden Fall weiterleiten. Dann weitergeben. Also, ja. Und dann holen wir jetzt noch den Bernie rein. Hallo? Ja, hallo? Hallo Doro, ich wollte eigentlich mal sagen, ich bin extrem beeindruckt. Hallo? Richtig cool. Die große Frage, die ich immer stelle, ist: Wo nimmst du die ganze Energie dafür her? Das frage ich mich selber oft. Also, wo nehme ich die Energie dafür her? Ich habe nicht immer dieselbe Energie, aber ich muss sagen, ich bin echt, also ich habe schon viel gesehen in meinem Leben. Mir schüttet einmal nicht so schnell was. Und ich bin ein sehr gesegneter, beschenkter Mensch. Ich habe, bitte Kinder, wenn ihr jetzt zuhört, nicht lachen. Ich habe zwei wunderbare Kinder, Erwachsene, die mir ganz viel Freude machen. Die wieder wunderbare, also meine Tochter hat einen Partner, der ist Pfadfinder. Und ich liebe ihn auch sehr. Dann habe ich wirklich großartige Freundinnen, die mich ganz stark unterstützen bei meiner Arbeit. Und ich denke mir, das ist ein Geschenk, das ist mir vielleicht in die Wiege gelegt worden. Ich kann wirklich jeden Tag schöne Momente im Leben entdecken. Und an denen wehre ich mich. Ich kann leider nicht mehr so sagen. Es klingt vielleicht komisch, aber so ist es. Ich bin zufrieden mit kleinen Dingen. Also jetzt sitze ich da, jetzt ist mein Herz erfüllt, voller Freude. Weil ich merke, es sind da Menschen, die stellen Fragen, wir haben ja schon lange, also wenn wir jetzt auf Ö3 oder irgendwo oder FM4 wären, wird es schon heißen, Kat, jetzt ist alles fertig, jetzt können wir nicht mehr reden. Ja? Dass sich jetzt alle Beteiligten da bleiben und denken, die Zeit, die Moderatoren, ich meine, die haben vielleicht Freundinnen und Freunde, ich weiß auch nicht, die warten, Familie, weil die nehmen sich jetzt Zeit. Das ist ein Moment, ich sitze in meinem Wohnzimmer, die Kerzen brennen, es ist schön mit euch reden, ich freue mich über das Interesse. Es ist ein wunderbarer Moment für mich, der nährt mich. Und von solchen Momenten zehre ich dann auch, wenn ich drauf bin. Ich habe super NGO-Kolleginnen, also die schreiben mir nach Lesbos, brauchst du irgendwas, können wir dir helfen? Es gibt Freundinnen, die schicken mir Lieder. Die Katharina Stemberger von der Courage war unten und hat mir ein Buch mitgebracht. Das sind, also echt, ich glaube, das muss ich euch ja nicht sagen, wie viele schöne Momente gibt es im Leben. Wir haben alle große Herausforderungen, wir sind manchmal angepisst über das Leben, aber machen uns das bewusst. Es gibt schöne Momente, so wie wir jetzt zusammen sind. Ist es nicht ein schöner Moment? Ja, definitiv. Aber da hätte ich noch eine Frage. Hast du irgendwie ein negatives Feedback aus deinem Umfeld bekommen? Oder quasi jetzt ganz hart gesagt, Leute, die sich irgendwie abgewendet haben von dir aufgrund dessen? Na, interessanterweise kann ich über sowas nicht berichten. Es haben sich Leute von mir abgewandt, die ich mit 170 jungen Männern gearbeitet habe, die gesagt haben, ich bin immer wie ein General. Die haben sie dann von mir abgewandt, ja. Weil ich habe gesagt, fordern und fördern. Ich habe zum Beispiel in einer Unterkunft in der Südsteiermark für alle, die
nach Graz in den Sprachkurs wollten, über Unternehmerinnen und Unternehmer Zugtickets besorgt, weil da kostet ein Monatsticket, dass man nach Graz fahren kann, 120 Euro. 20 Menschen haben das bekommen, da habe ich gesagt, hallo, jeden Tag wird aufgestanden, wer nicht aufsteht, nehme ich das Zugticket weg. Da haben sich da Menschen von mir abgewandt. Ja? Ich habe gedacht, ich habe nie dieses Gefühl gehabt, also für mich ist der erste Schritt zur Integration, dass man sagt, der Mensch steht mir gegenüber, der ist nicht so arm, der ist arm. Aber das muss man mit der Psychologin besprechen. Ja? Die alltägliche Hilfe, die wir ihm geben, ist das tägliche Leben. Fordern und fördern. Ja? Und, aber ich habe nicht politisch jemanden, der sich abgewandt hat. Aber ich glaube, das beruht auch auf dem, weil ich, oder vielleicht doch, habe ich es weg. Na, wichtige Menschen, nein. Es gibt sicher Menschen, die sie gedacht haben, die spinnt auch in der Südsteiermark, haben die gesagt, na, bist du narrisch, du bist da oben Keramikerin, hast einen Schaugarten, da unten ziehen 100.000 von Flüchtlingen vorbei und du hast nicht die Panik und hilfst. Ich meine, ich mag doch hoffentlich laufen nicht alle gerade durch meinen Garten, weil da habe ich Keramik verkauft. Ja? Aber abgewandt, nein. Nein, ich habe mich von Menschen noch abgewandt. Ich habe zwei Leute entdeckt, die echt Nazis sind und von denen habe ich mich dann abgewandt. Das war vorher nie ein Thema. Und wie ich mit der Flüchtlingsarbeit begonnen habe, das haben die so schier geredet, dass ich versucht habe, die Leute haben gesagt, tut mir leid, das kapp ich. Das waren aber keine Freundinnen, das waren im Umfeld in der Südsteiermark. Aber nein. Und da muss ich auch was sagen, ich meine, Entschuldigung, ich bin jetzt nicht auf die Welt gekommen, dass ich es alle recht mache. Ja? Und ich bin 60 Jahre alt und ich glaube, das kennt man schon mit 20, man hat so Weggefährtinnen. Also man träumt ja nicht von, also ja, man träumt vielleicht schon davon, dass man jetzt noch Kinderfreundschaften kennt oder so, aber man träumt ja nicht so immer mit dieselben Leuten am selben Bankerl zu sitzen, oder? Und ich denke mir, diese gedankliche Freiheit, dass man schöne Stunden hat mit Menschen und sich dann anders entwickelt, aber nicht in einer Bösartigkeit, sondern natürlich habe ich jetzt wieder andere Bekanntschaften und so, also wenn ich Keramikerin bin und einen Schaugarten habe, wo die Leute hinkommen, weil Keramik, wenn ich die Natur genieße, habe ich jetzt natürlich andere Weggefährtinnen und so. Aber ich habe keine, sagen auch viele Repressalien, ja, man muss schon Angst haben, vor was muss ich noch Angst haben? Also, Entschuldigung, wenn mir jemand kündigen, jetzt mich hat er keiner kündigen können, weil mir hat sechs Jahre niemand zahlt für den Job, ja? Jetzt erst seit 1. Jänner habe ich angestellt, das macht natürlich eine Freiheit raus, ja? Man kann so sagen, was man will, aber ganz ehrlich, also wenn mir ein Chef sagt, er kündigt mich, weil ich für Flüchtlinge eintrete, wir haben Arbeitsgerichte in Österreich, dann muss ich leider den gesetzlichen Weg beschreiten. Aber prinzipiell bin ich nicht auf die Welt dazu gekommen, anderen Menschen es recht zu machen. Weil ich glaube, und das ist schon eine Philosophie, die ich vertrete, wir kommen alleine und wir gehen alleine. Jeden Mensch, den ich dazwischen begegne, ist ein Geschenk. Aber rechtfertigen, ich darf nur niemanden schaden. Ja? Ist so meine Vorstellung. Also niemanden verletzen oder schaden passiert natürlich immer wieder, aber soll man überdenken und schauen, dass nicht mehr passiert. Aber ich denke mal, ich bin nicht auf der Welt, um jetzt anderen zu gefallen. Also wenn es jemand nicht passt, dass ich jetzt mit Flüchtlingen arbeite, aber es sind nicht Leute dabei. Ich hab auch ganz wenig böse Zuschriften. Kolleginnen erzählen mir, sie kriegen alle möglichen. Ich meine, war mal so deftig, ja. Ist einmal eine Tür, ist einmal ein Zettel auf meiner Haustür gepickt, Afghanen Beach. Entschuldigung, wenn ich das Wort da geschrieben habe. Ja. Aber weil bei mir auch der Mulhamond aus Syrien und der Khalil aus Afghanistan haben bei mir gewohnt, sind Freunde auch meiner Kinder. Aber ich habe eigentlich nicht, nein. Ich glaube, das beruht auch auf dem, weil ich mir gegenüber auch ernst nehme. Wenn mir wer sagt, er hat Angst, naja, ich muss ja ehrlich sagen, ich überlege mir auch oft, naja, wie tickt ein Mensch, der 20 Jahre in einem Kriegsgebiet gelebt hat? Die Frage ist berechtigt. Und dann, wenn viele Linke dann sagen, okay, jetzt sind alle so lieb, nein,
Also ich sage immer, wenn Graz flüchten müsste, möchte ich ja auch nicht mit jedem Grazer auf einem Boot sitzen. Ja? Und das macht mich ja schon vertrauenswürdig. Darum habe ich auch nicht so böse... Man muss schon ein Realist bleiben, Menschenfreund, aber Realist. Ist ja nicht jeder, weil er Flüchtling ist, ein lieber Mensch. Aber auch nicht netten Menschen muss man das Menschenrecht erhalten. Darum geht's. Das ist nämlich dann eine ganz andere Diskussion. Aber ja, da kann ich dazu stimmen. Also ich möchte auch nicht mit jedem Grazer da irgendwie. Siehst du? Eine Situation sein. Sind wir uns einig? Aber vielen Dank, echt total beeindruckende Arbeit. Richtig cool. Vielen Dank. Okay. Was ich noch sagen möchte, ich mag das auch gar nicht so gern, wenn man mir das sagt. Ich meine, ich freue mich natürlich, jeder freut sich persönlich. Aber ich muss schon sagen, die Arbeit, die ich mache, das geht nur in wir. Wir könnten da unten keine Essenspakete kaufen, wenn es nicht Leute geben würde, die spenden. Wir können unsere aktivistische Arbeit nicht machen, die Camps von Moria und so, wenn nicht Leute hinzukommen würden. Ich könnte hier in einen schwarzen Bildschirm reinreden oder in meinen Spiegel, wenn keine Pfadfinder da wären, die sich interessieren. Also bitte machen wir uns auch das bewusst. Ich nenne das Konglomerat für Menschenrechte. Jeder jetzt von uns, der da sitzt, ist ein gleich wichtiger Teil. Das ist auch ein schönes Bewusstsein. Aber danke für deine Wertschätzung. Aber die gebe ich zurück, dass du auch da sitzt und dich interessierst. Also danke. Doro, vielen, vielen Dank für deine Schilderungen, deine sehr persönlichen Einblicke, Geschichten und auch emotionale Erlebnisse. Ich glaube, es war für uns alle eine wunderbare Geschichte, da jetzt zuzuhören. Ich darf nur kurz eine Antwort ist noch kommen von Jasmin Hartmann. Sie schreibt: Doro, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, deine Gedanken und persönlichen Geschichten. Ich wünsche dir und deinem Team alles erdenklich Gute. Dankeschön. Und ja. Also, ich muss auch sagen: Bitte blendest noch meine E-Mail-Adresse ein. Ja. Die Leute können mir auch gerne schreiben oder ich schicke ihnen dann Links zu Themen, die sie interessieren. Ich muss gleich dazu sagen, es dauert bei mir immer, bis ich E-Mails beantworte. Bitte nicht das nicht Wertschätzung betrachten. Ja, genau. Also dora@doroblank.at, genau. Also wir freuen uns auch in Lesbos über Zuschriften, wenn ihr irgendwas gelesen habt oder gehört habt oder Frage habt oder einfach über ein Hallo, wie geht's? Die schönen Momente auf Lesbos. Aber danke für eure Einladung heute. Herzlichen Dank. So, ja, von meiner Seite. Entschuldige. Ja. Na, sorry, bitte, jetzt nur erzählen, wie es weitergehen wird in dieser Serie und was uns noch erwartet. Genau, ich möchte mich jetzt auch nochmal bei der Doro bedanken. Danke fürs Dasein. Das war echt sehr spannend, sehr intim auch. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.